Ich bedanke mich auch sehr herzlich, natürlich auch für die Einladung. Vielleicht einleitend auch noch kurz vorweg. Der Sebastian hatte mich ja vorher vorgestellt und ich bin in der Tat in den Endzügen meiner Promotion, die sich auch mit dem Thema Kampfdrohnen beschäftigt, speziell im humanitären Völkerrecht, also im bewaffneten Konflikt, eine Materie, die wir ganz streng unterscheiden müssen von anderen Rechtsbereichen. Und am Oberlandesgericht bin ich als Rechtsreferendar, also kein Richter oder so. Insofern spreche ich da natürlich auch jetzt nur ganz für mich und nicht für irgendwelche anderen Institutionen. Ja, wir haben schon einen sehr schönen Vortrag von Niklas gehört, der einiges abgedeckt hat, einiges an Fragen aufgeworfen hat, die ich hoffe, aus rechtlicher Perspektive auch ein bisschen zu beantworten zu können. Wir befinden uns ja eben in dieser Revolution in Military Affairs, gerade wie es genannt wird. Dazu gehören die Private Military Contractors aus den 90er Jahren und Nullerjahren, die da viel zum Einsatz kamen, genauso wie die Cyberkriegführung in Verbindung mit der unbemannten Kriegführung und die robotische Kriegführung. Das sind ja alles enorme Probleme, zu denen man jeweils halt eine eigene Konferenz wahrscheinlich abhalten müsste. Das Recht ist an vielen dieser Problematiken ja eher unspektakulär beteiligt, muss man leider sagen. An einigen Stellen wird es dann aber auch sehr interessant und es greift vieles ineinander. Ich werde versuchen, mich jetzt hier nicht irgendwie auf Name-Dropping, was Vorschriften oder Gesetze angeht, dazu beschränken, sondern das Ganze ein bisschen einzubetten und jetzt verzichte dann auf genaue Artikelangaben oder sowas. Das Problem am Recht ist, dass die Antwort eben auf viele Fragen ist, das kommt drauf an, wie wir das an der Stelle machen. Und da ist halt eine Einzelfallbewertung notwendig, die wir dann gerne auch anhand von verschiedenen Beispielen in der Diskussion vornehmen können. Das kam ja auch gerade schon in der Diskussion vorher auf. Ich beschränke mich jetzt hier weitgehend auf luftgestützte Systeme, also die Kampfdrohnen, die man jetzt auch so aus der Presse eben kennt. Ich benutze gerne die deutschen Bezeichnungen, das sind eben unbemannte militärische Systeme, luftgestützte Art, also luftgestützte unbemannte militärische Systeme, UMS oder eben UMKS für die luftgestützten unbemannten militärischen Kampfsysteme, wie ja auch teilweise schon bei der Bundeswehr im Einsatz, eben in unterschiedlichen Formen. Die Heron, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, ist meines Wissens, ich lasse mich da gerne korrigieren, zum Beispiel auch in einem bewaffneten Verbund schon im Einsatz mit einer intelligenten Munition zusammen, die dann läutern kann und die Heron liefert dann Daten, wo die genau einschlagen soll und dann geht diese Drohne, die eh schon irgendwo fliegt, einfach runter. Nennt sich dann bei der Bundeswehr WABEP, ist der, glaube ich, Wirkmittel zur abstandsfähigen Bekämpfung von Punktzielen, ist, glaube ich, die Abkürzung. Aber okay, fangen wir erstmal vorne an, nämlich was sind eigentlich diese Kampfdrohnen, diese UMKS? Es fällt vielen Institutionen schwer, das wirklich scharf zu trennen von anderen Geschichten, die vielleicht eine ähnliche Grundausrichtung haben. Ich würde Kampfdrohnen definieren als ferngesteuerte oder überwachte, wirkmitteltransportierende Systeme aerodynamischen Flugverhaltens, die zur mehrfachen Verwendung konstruiert und mit unterschiedlichen Erscheinungsformen von Bewaffnung ausgestattet sind, inklusive aller für ihren Betrieb erforderlichen Komponenten. Ist wunderschön juristisch, versteht kein Mensch erstmal, oder man kann sich nur schwer was darunter vorstellen. Was steckt da genau drin? Zum einen geht es hier eben um eine Fernsteuerung bzw. Fernüberwachung und da haben wir ja vorhin auch schon Ansätze zu gehabt, das müssen wir ganz klar trennen von der Automatisierung und der Autonomisierung, das sind dann, da komme ich später noch kurz drauf, wir können das aber auch gerne dann in den zweiten Teil schieben, das sind einfach gänzlich andere Geschichten, vor allen Dingen rechtlich macht es einen riesen Unterschied, ob ich etwas ferngesteuert oder fernüberwacht fliegen lasse oder ob ich es halt eben ohne menschlichen Einfluss steuern lasse an der Stelle. Das Ganze passiert nahezu in Echtzeit und gerade diese Fernsteuerung bei gleichzeitiger Überwachung des Areals, über den man kreist, ermöglicht dann den Aufklärungswirkungsverbund, wie das die Bundeswehr nennt, das auch als großer Vorteil der Drohnentechnologie gesehen wird. Ich kann eben nicht nur aufklären oder wirken, ich kann beides in einem Verbund. Ich kann erst aufklären, mir das genau angucken und dann, wenn ich feststelle, ich möchte da gern hinschießen, kann ich das direkt mit demselben System machen. Wir reden hier über Systeme mit einem aerodynamischen Flugverhalten. Das müssen wir scharf trennen von ballistischen Flugkörpern und Geschossen, die eben nur aufgrund des Impulses, der bei ihrem Abschuss gelöst wird, sich dann auf eine bestimmte Flugbahn begeben. Hier geht es um Fluggeräte, die
gesteuert werden können in ihrem Flugverhalten und dafür aerodynamische Kräfte zum Auftrieb und so weiter nutzen. Die sind zur mehrfachen Verwendung konstruiert. Da haben wir ein ganz großes Unterschiedsmerkmal zu zum Beispiel Marschflugkörpern oder intelligenter Munition, die zur einfachen Verwendung konstruiert sind, die dazu konstruiert sind, dass sie ihre schädigende Wirkung durch Explosion oder durch Selbstzerstörung am Einsatzort erzielen. Das ist bei Kampfdrohnen nicht der Fall. Kampfdrohnen fliegen irgendwo hin, setzen da ein Wirkmittel ab und können dann wieder zurückfliegen, deswegen die mehrfache Verwendung. Wir müssen alle Systemkomponenten mit einbeziehen. Das heißt, wenn wir von Kampfdrohnen sprechen, dann sprechen wir nicht rechtlich zumindest nicht nur von dem Fluggerät. Das ist ganz wichtig. Die Bodenstation und die Datenverbindung zwischen Bodenstation und Fluggerät gehören genauso zu dem kompletten System. Es ist hier ein Waffensystem und nicht nur eine Waffe. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied auch. Das ist sogar nicht nur ein Waffensystem, sondern da ist ja mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Aufgaben betreut werden kann, diese Kampfdrohnen oder die Drohnen insgesamt, ist es eben hauptsächlich ein Trägersystem vor allen Dingen. Genau, es gehören zu den eben Fluggerät, Bodenstation und Datenverbindung. Je nachdem, wovon wir sprechen, ich habe jetzt oben in der Überschrift Kampfdrohnen stehen, die sind natürlich immer bewaffnet, aber auch Aufklärungsdrohnen werden wir hier ein bisschen tangieren. Insofern habe ich das mal so optional in die Definition noch mit reingenommen. Wenn wir über die Waffen von Kampfdrohnen sprechen, dann hat ja Niklas auch schon gesagt, die sind, also jetzt gerade Reaper und Predator sind ja so die Beispielsysteme, mit denen man gut hantieren kann, da von denen viele Einsätze geflogen werden, die schon sehr belastbar sind in den Daten, die wir zu den Einsätzen geliefert bekommen haben. Die sind bewaffnet eben mit diesen Hellfire-Raketen. Der Predator kann, glaube ich, 2 davon tragen, der Reaper auch bis zu 4, beziehungsweise mischt sich dann auch mit diesen lasergesteuerten GBU-Bomben. Also die Bewaffnung ist da schon, ja, man könnte sagen, martialisch, zumal diese Hellfire-Raketen eigentlich auch panzerbrechende Raketen sind. Ja, also jetzt kein Maschinengewehr oder irgendwas. Wir wissen, wovon wir reden. Kampfdrohnen, was können wir rechtlich zu den Kampfdrohnen sagen, ich hatte es schon mal erwähnt, wir müssen ganz klar trennen zwischen dem Recht innerhalb bewaffneter Konflikte und dem Recht außerhalb bewaffneter Konflikte. Das sind gänzlich unterschiedliche Rechtsregime, unter denen da agiert werden kann. In den bewaffneten Konflikten reden wir da über das sogenannte Genfer- und Haager Recht. Genfer Recht sind die Genfer Konventionen und die Zusatzprotokolle, die dazugehören, und gerade das Zusatzprotokoll 1, Protokoll 1, bietet umfangreiche Möglichkeiten in dem internationalen bewaffneten Konflikt, also dem Krieg zwischen zwei Staaten, danke Niklas, zwischen zwei Staaten, die symmetrisch gegeneinander kämpfen, rechtliche Auslegungen vorzunehmen. Das zweite Zusatzprotokoll macht das Ganze für nicht internationale bewaffnete Konflikte, was jetzt mittlerweile den Großteil der Konflikte auf der Erde darstellt, nämlich asymmetrische Konflikte, die eben von einem Staat gegen Insurgents oder Aufständische geführt werden. Internationale Verträge und Verbotsabkommen spielen eine Rolle. Bei Verbotsabkommen speziell verschiedene Waffenverbote, auf die wir dann auch im zweiten Teil nochmal eingehen können, wenn es noch ein bisschen um Rüstungskontrolle geht. Und eben humanitäres Völkergewohnheitsrecht. Das ist mittlerweile hat es auch einen recht hohen Stellenwert, da zum Beispiel die Amerikaner das erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen gar nicht ratifiziert haben. Und mittlerweile aber auch völkergewohnheitsrechtlich an die meisten Verpflichtungen aus diesem Zusatzprotokoll gebunden werden. Außerhalb bewaffneter Konflikte bewegen wir uns dann im Bereich der Menschenrechte, wenn es um Gewaltanwendung geht. Innerstaatliches Recht ist in einem befriedeten Staat, der so für sich existiert und funktioniert, natürlich auch eine wichtige Komponente, genauso wie das Friedensvölker- und Völkergewohnheitsrecht, was einfach ja, was permanent in Geltung ist und jetzt keine besonderen Ausnahmebefugnisse oder irgendwas zulässt. Wir müssen halt, wie gesagt, zwischen diesen beiden Rechtsgrundlagen ganz eindeutig differenzieren. Und da stellt sich schon die erste große Frage, wann liegt eigentlich ein bewaffneter Konflikt vor? An Beispielen kann man das ganz gut festmachen. Also liegt in Afghanistan ein bewaffneter Konflikt vor? Ich denke, da sind wir uns einig, da liegt ein bewaffneter Konflikt vor. Mittlerweile ist man sich auch über die Konfliktform einig. Es scheint ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt zu sein, der sich aus einem internationalen bewaffneten Konflikt entwickelt hat und mittlerweile eben nur noch intern geführt wird von der afghanischen Regierung gegen die Gruppierung der Taliban und anderen aufständischen Gruppen und auf
aufgrund der Zustimmung, die der Staat Afghanistan zu dem Einsatz der Amerikaner in Afghanistan gegeben hat, handelt es sich um einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Anders sieht das zum Beispiel in Pakistan aus. In Pakistan, gerade Nordwaziristan, was ich ja gerade schon kurz angesprochen hatte, ist ein Rückzugsgebiet sicherlich für Gruppierungen, die auch in Afghanistan agieren. Aber um einen bewaffneten Konflikt bejahen zu können, brauchen wir verschiedene Elemente, die in einem Gebiet vorliegen müssen. Also es muss eine bestimmte Schwelle der Gewalttätigkeiten muss überschritten sein. Also es reicht nicht, dass da ab und zu mal ein kleineres Scharmützel irgendwie zwischen zwei Gruppen ausgetragen wird oder was. Es müssen schon wirkliche Kampfhandlungen sein, die da stattfinden. Und die müssen auch eine gewisse Organisation aufweisen. Also es muss sich dann, es dürfen auch nicht irgendwelche wild gewordenen Gruppen sein, die einfach aufgrund eines Einzelvorfalls ausrasten und jetzt meinen, sie müssten dort ein Dorf niederbrennen, sondern es muss eine gewisse organisatorische Struktur dahinter stehen, die eben dann unter Umständen auch für die nichtstaatlichen Gruppen zur Folge hat, dass sie sich an humanitäres Völkerrecht gebunden sehen müssen. Und es muss auch eine gewisse Dauerhaftigkeit dieses Konflikts bestehen. Also es muss nicht nur, okay, wir hatten jetzt letzten Monat hatten wir einen Vorfall und dann 3 Monate davor wieder und wir haben jetzt einen bewaffneten Konflikt, so schnell geht es nicht. Das muss wirklich auch eine dauerhafte, ein dauerhafter Austausch von Kampfhandlungen stattfinden, damit wir da von einem bewaffneten Konflikt reden können. Wenn das der Fall ist, dann befinden wir uns eben im Recht des bewaffneten Konfliktes, sprich Genfer Konventionen, Zusatzprotokolle, Verbotsabkommen bestimmter Waffen. Wir haben da schon eben gerade gehört, es gibt die Chemiewaffenkonvention, es gibt die Biowaffenkonvention, das sind Waffenformen, die grundsätzlich nicht eingesetzt werden dürfen. Dementsprechend ist es natürlich auch nicht rechtmäßig, ein UMKS jetzt mit einer dieser Waffenformen zu bestücken. In einem bewaffneten Konflikt und außerhalb sowieso. Wir haben ein Verbot bestimmter konventioneller Waffen, wie eben Landminen, was wir schon angesprochen hatten, oder Laserblendwaffen. Das sind alles Sachen, die für sich verboten sind. Und neben diesen Verbotsabkommen gibt es dann aber auch noch 4 maßgebliche Grundprinzipien im humanitären Völkerrecht, auf die wir uns, glaube ich, hier beschränken können, ohne die jetzt die genaue Herleitung völkergewohnheitsrechtlich oder vertragsrechtlich da irgendwie darlegen zu wollen, handelt es sich dabei zum einen um das Principle of Distinction, das Unterscheidungsgebot. Das heißt, jede Konfliktpartei, die an einem bewaffneten Konflikt beteiligt ist, muss zu jeder Zeit zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheiden. Das ist eines der wichtigsten Grundprinzipien überhaupt im humanitären Völkerrecht. Angriffe, wenn sie denn geflogen oder durchgeführt werden, müssen verhältnismäßig sein. Das ist der zweite Grundsatz. Verhältnismäßig heißt an der Stelle allerdings nicht, dass jeder zivile Schaden, ich bitte übrigens die Ausdrucksweise zu entschuldigen, zivile Schäden und so weiter, das wirkt immer sehr inhuman, aber das ist nun mal bei den Juristen leider so, wie die Juristen drücken sich so aus, das fällt mir auch immer schwer, aber der Klarheit, der Terminologie halber müssen wir darauf zurückgreifen. Verhältnismäßig heißt nicht, dass jeder zivile Schaden generell einen Angriff unverhältnismäßig erscheinen lässt. Der zivile Schaden darf eben nicht außerhalb eines bestimmten Verhältnisses zu dem erreichten militärischen Vorteil stehen. Das heißt Verhältnismäßigkeit. Das klingt perfide, aber es ist nun mal das Beispiel, wenn jetzt eine Munitionsfabrik, die permanent die Front beliefert, angegriffen werden soll und da sind noch nachts 3 Nachtwächter drin, dann ist der Angriff auf diese Munitionsfabrik in der Nacht nicht unverhältnismäßig, auch wenn dabei diese 3 Zivilisten ihr Leben verlieren werden. Ist traurig, aber das Recht ist an der Stelle so. Also Unterscheidungsgebot, Verhältnismäßigkeitsprinzip, militärische Notwendigkeit ist gerade in Bezug auf Drohnen ein wichtiger Grundsatz, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Militärisch notwendig ist erstmal nur das, was irgendwie dazu erforderlich ist, den Gegner zur Aufgabe zu bewegen. Das heißt, ich darf nicht einfach wahllos anfangen, irgendwo im Hinterland Dörfer zu bombardieren, weil das einfach militärisch an der Stelle nicht notwendig ist. Spielt auch noch ein bisschen die militärische Vorteilsberechnung rein. Was ist ein militärischer Vorteil überhaupt? Da können wir dann vielleicht auch später noch an Einzelfällen gerne drüber diskutieren. Niklas hat es auch schon angedeutet, gerade bei der militärischen Vorteilsberechnung wird ein bisschen dazu geneigt von Staaten, die Drohnen einsetzen, die Gewichtung so vorzunehmen, dass der Schutz der eigenen Streitkräfte da ein sehr hohes Schutzgut oder ein sehr hohes Gewicht zugemessen wird. Ist auch was, worüber man auf jeden Fall diskutieren muss.
Neben der militärischen Notwendigkeit haben wir dann noch das Verbot unnötiger Leiden, worüber ich gerne noch kurz sprechen würde. Es gibt ein Verbot im humanitären Völkerrecht, unnötige Leiden oder überflüssige Verletzungen hervorzurufen. Und ob Drohnen da jetzt entweder dazu geeignet sind, das zu verhindern, dass unnötige Leiden im Krieg verursacht werden oder eher vielleicht doch dazu beitragen, dass das Leid Einzelner erhöht werden kann. Ja, ist eine Frage, über die man durchaus auch diskutieren kann. Mit diesen vier Grundprinzipien, Unterscheidungsgebot, Verhältnismäßigkeitsprinzip, militärische Notwendigkeit und das Verbot unnötiger Leiden, können wir uns dem Problem der Drohnen allerdings eigentlich auch schon ganz gut nähern. Wenn wir uns jetzt immer noch im Recht des bewaffneten Konflikts befinden, wir hatten es vorhin schon kurz davon, dann muss hier auch ganz klar darauf hingewiesen werden, dass zum Beispiel die viel umstrittene Praxis der USA, der gezielten Tötung, wir hatten es vorhin schon gesagt, die ist im bewaffneten Konflikt nicht unrechtmäßig. Solange ich dabei das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und das Unterscheidungsgebot beachte. Ich darf gezielt töten, solange es sich bei den Personen, die ich gezielt angreife, um Kombattanten handelt. Und solange ich bei der Tötung dieses Kombattanten keinen Schaden anrichte, der völlig außer Verhältnis zu dem Erfolg dieser oder zum militärischen Vorteil, der sich aus der Tötung dieser Einzelperson ergibt, verhält. Das ist schwer zu akzeptieren vielleicht an manchen Stellen, aber ist tatsächlich im Recht so nicht problematisch. Dazu gern, also gern auch direkte Zwischenfragen, Nachfragen. Bitte. Ja, nur für den Nichtjuristen. Kannst du ein, zwei Beispiele nennen, was sind unverhältnismäßige Schäden, wenn ich jetzt jemanden töte? Also wie viele Zivilisten sind dann, also verstehst? Das, ja, ich verstehe das Problem und es ist ein Problem. Also es gibt keine Formel, wie das berechnet werden kann in irgendeiner Form. Man sagt nicht, okay, drei Zivilisten ergeben einen Oberstleutnant, fünf Zivilisten einen Offizier oder irgendwas. Diese Rechnung wird nicht vorgenommen, weil es wird nicht Leben gegen Leben abgewogen. Das will das humanitäre Völkerrecht an der Stelle auch nicht. Es muss doch Erfahrungswerte geben, also, oder gibt es da noch überhaupt keine Entscheidung, das war jetzt unverhältnismäßig? Naja, da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Problem des humanitären Völkerrechts. Wer entscheidet da hinterher? Also vor Gericht gebracht wird da relativ wenig. Das humanitäre Völkerrecht ist eine Rechtsmaterie, dessen Durchsetzbarkeit ja durchaus auch in Frage gestellt werden kann, was meiner Ansicht nach nicht die Sinnhaftigkeit in Frage stellt des ganzen Rechts. Aber so Erfahrungswerte an der Stelle, das ist verhältnismäßig, das ist unverhältnismäßig, kommt auch immer darauf an, wen man fragt. Also wenn wir jetzt die USA fragen, dann werden die sagen, ja, also jetzt bei Osama Bin Laden, als wir da eingerückt sind, und das war ja noch nicht mal im bewaffneten Konflikt, also müssten wir eigentlich da von einem ganz anderen Rechtsregime ausgehen. Da sind so und so viele Personen vielleicht noch mit draufgegangen, seine Frau und ein paar Leibwächter. Waren das jetzt alles Kombattanten? Waren das Zivilisten? War überhaupt Osama noch ein Kombattant zu dem Zeitpunkt? Die werden wahrscheinlich sagen, das war alles verhältnismäßig. Also ganz konkret, es gibt da keine irgendwie eine Entscheidung aus in den letzten, was weiß ich, 100 Jahren, wo das mal einmal gesagt wurde, das war jetzt unverhältnismäßig, egal was, völlig egal. Doch, also unverhältnismäßige Schäden gab es mit Sicherheit, also wenn man es so will, ist der ganze Zweite Weltkrieg, war eine unverhältnismäßige Kriegführung mit Flächenbombardements und so weiter, aufgrund dessen sich dann eben diese Rechtsregime der Genfer Konvention und Zusatzprotokolle entwickelt haben, die dann eben jetzt zu diesen Verhältnismäßigkeitsprinzipien auch geführt haben. Auch bei der Bombardierung des Kosovo von der NATO wird immer wieder diskutiert, ob das denn überhaupt ein verhältnismäßiger Einsatz war. Dort Flächenbombardements aus großer Höhe vorzunehmen, wo man vielleicht die Erfolge dieser Flächenbombardements auch mit anderen Möglichkeiten hätte erreichen können, wenn auch unter Inkaufnahme von Verlusten der eigenen Truppen, da kann man durchaus drüber diskutieren. Aber jetzt so einfach nur, okay, das Punkt, irgendwie dieses Verhältnis ist unverhältnismäßig, ist ganz schwer global oder pauschal zu sagen, weil es einfach immer eine Einzelfallbewertung voraussetzt. Das, wie gesagt, das hängt davon ab, wen Sie fragen. Also ich möchte mich da jetzt nicht, wir können gerne über Beispiele diskutieren, die es da an der Stelle vielleicht geben mag, aber jetzt so pauschal einfach nur sagen, das ist verhältnismäßig und das nicht, fällt mir schwer. Bitte? Kundus ist ja, Kundus ist auch ein Beispiel für einen unverhältnismäßigen Angriff, ganz klar. Tim, danke. Kurze Frage. Mikro.
Wollen wir das jetzt ausdiskutieren? Also, ich würde ganz gerne den Vortrag erstmal zu Ende führen lassen. Es sei denn, wir können, wie gesagt, gerne Zwischenfragen, Verständnisfragen machen. Und wir können ja auch auf diese Fragen der Verhältnismäßigkeit und was da noch vielleicht an Fragen auftauchen mag, dann danach nochmal eingehen. Das schließen wir ja nicht aus. Und zwar, wer gilt als Kämpfer? Muss man bewaffnet sein? Muss man eine Uniform tragen? Muss man irgendwie in einer Einheit sein? Oder kann das auch jemand sein, der irgendwie zu Hause ist, ohne Uniform, ohne Waffe, dem man sagt, okay, ich vermute, dass der vielleicht böse Gedanken hat. Mhm. Also wenn ich mir angucke, dass man halt Leute in jedem halt irgendwie bombardiert, habe ich da keinen direkten militärischen Vorteil, weil ich da keinen Konflikt habe eigentlich. Im Jemen, wenn wir jetzt darüber reden wollen, da kommen wir sogar in eine ganz andere Problematik, weil da haben wir auch nach allgemeiner Ansicht keinen bewaffneten Konflikt. Insofern gibt es da gar keine Kombatanten, da gibt es eigentlich nur Zivilisten beziehungsweise vielleicht noch zivile Streitkräfte. Also Kombatanten, vielen Dank übrigens für die Überleitung, das wäre jetzt auch einer der nächsten Punkte gewesen. Wann handelt es sich um einen Kombatanten, wann um einen Zivilisten? Kombatanten sind erstmal alle in die Streitkräfte eingegliederten Personen, ausgenommen medizinisches und religiöses Personal, sprich Soldaten, denke ich, ist nachvollziehbar. Außerdem sind auch, es gibt auch Nichtkombatanten, die dann auch legitime Ziele sind. Das sind dann zum Beispiel Zivilisten, die Waffen ergreifen und sich an Kampfhandlungen beteiligen, zumindest für den Zeitraum, in dem sie sich an Feindseligkeiten beteiligen. Sind auch Zivilisten legitime Ziele, wenn auch keine Kombatanten. Genauso gibt es auch Kombatanten, die nicht legitime Ziele sind. Das sind dann eben wieder das medizinische und religiöse Personal. Die sind in die Streitkräfte eingegliedert und haben damit einen Kombatantenstatus. Aus dem folgt das Recht, Schädigungshandlungen im bewaffneten Konflikt vornehmen zu dürfen oder eben als Kriegsgefangener behandelt zu werden, sobald man in Gefangenschaft gerät. Das gilt so für Soldaten. Bei Zivilisten sieht es anders aus, wenn die sich an Feindseligkeiten beteiligen, sind sie legitimes Ziel, aber eben keine Kombatanten, dürfen dementsprechend auch keinen Kriegsgefangenenstatus beanspruchen, sofern sie denn gefangen genommen werden, sondern sind dann vor ordentliche Gerichte zu stellen. Das gilt jetzt für den internationalen bewaffneten Konflikt. Im nicht internationalen bewaffneten Konflikt haben wir da große Probleme, weil es im Recht keine Kombatantendefinition gibt, wie im internationalen bewaffneten Konflikt. Das erste Zusatzprotokoll definiert den Kombatanten und definiert den Zivilisten und sagt uns, Kombatanten und Zivilisten sind zu jeder Zeit zu unterscheiden. Dieses Unterscheidungsgebot gilt auch im nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Wir haben dort allerdings keine Kombatantendefinition und da sind wir auch schon bei einem der großen Probleme. Im Bereich der nicht internationalen bewaffneten Konflikte, was ist Kombatant und wann hört er auf, Kombatant zu sein? Wie ist das mit dem Terroristen oder dem Insurgent, der des Nachts vielleicht IEDs irgendwo verlegt, aber tagsüber auf dem Feld arbeitet? Wann ist der jetzt legitimes Ziel? Ist der jetzt tagsüber genauso legitimes Ziel, weil ich ja weiß, er wird nachts wieder losziehen und vielleicht eine neue Bombe legen? Oder ist er eben für den Zeitraum, wo er auf seinem Feld arbeitet, ist er dann tatsächlich nur der Zivilist, der nicht angegriffen werden darf, solange er eben nicht jetzt anfängt, die Drähte zu verschweißen? Ist eine Frage, über die viel diskutiert wird im Recht, wo es auch wieder ganz unterschiedliche Ansichten gibt. Also gerade wenn wir jetzt nochmal auf Jemen, Pakistan, Somalia eingehen, die Kombatantendefinition oder die Kombatant ist ein belegter Begriff, insofern die Definition von Terrorverdächtigen, wie es die USA nennen, die dort mit gezielten Tötungen oder mit gezielten Schlägen angegriffen werden, die geht wohl sehr weit nach allem, was man weiß. Da gilt wohl männlich über 16 Jahre alt erstmal als terrorverdächtig. Das dürfte eine exklusiv US-amerikanische Auslegung dieses Kombatanten- oder Insurgent-Begriffs sein. Deswegen ist ja auch gerade diese ganze Praxis einfach so in der Kritik, weil man eben nicht genau weiß, woher kommen die Informationen über die Leute, wie genau sind diese Informationen über die Leute, die dann angegriffen werden, die dann auf diesen Kill-Lists landen, die ja auch von der US-Regierung anscheinend erstellt werden, nach allem, was man weiß. Das sind Kriterien, die so nicht offengelegt werden und dementsprechend auch nur ganz schwer juristisch zu beurteilen sind. Die Bundeswehr hat ja auch schon mit Sicherheit nicht nur mit Blick auf diese Problematik Einsätze von Kampfdrohnen außerhalb bewaffneter Konflikte kategorisch ausgeschlossen. Und das ist auch das einzig Sinnvolle, was man machen kann, um das auch nur einigermaßen zu legitimieren, Drohnen anzuschaffen, weil außerhalb bewaffneter Konflikte haben wir eben
andere Rechtsgrundlagen, es gelten die Menschenrechte, es gilt das Verbot willkürlicher Tötung ohne Gerichtsverfahren. Dementsprechend sind diese Einsätze so nicht zu rechtfertigen. Insbesondere, weil auch nicht klar ist, gegen wen sie sich genau richten und wie diese Listen der Personen, die dort angegriffen werden, erstellt werden. Also bei den Kombatantenbegriffen und der Unterscheidung zwischen Kombatanten und Zivilisten oder zwischen legitimen militärischen Zielen und illegitimen militärischen Zielen, müssten wir eigentlich sagen, besteht auch keine einhellige Auffassung im internationalen Recht. Eine weitere exklusiv amerikanische Rechtskonstruktion ist zum Beispiel an der Stelle auch der Krieg gegen den Terror. Die USA sehen sich in einem bewaffneten Konflikt mit verschiedenen Terrorgruppierungen auf der ganzen Welt. Und nach der Auslegung einiger amerikanischer Völkerrechtler haftet diesen terrorverdächtigen Personen das Recht des bewaffneten Konflikts quasi an, wohin auch immer sie gehen. Das heißt, die sind jederzeit legitime militärische Ziele, unabhängig davon, ob in dem Bereich, in dem sie sich befinden, gerade ein bewaffneter Konflikt stattfindet oder nicht, weil sich die USA in einem Krieg gegen den Terror befinden. Und dementsprechend, wenn wir Terror als Konfliktpartei definieren, ist eben jeder Terrorverdächtige Kombatant und kann dementsprechend jederzeit auch mit den Mitteln des bewaffneten Konflikts angegriffen werden. Diese Meinung teile ich nicht und da bin ich zum Glück auch nicht allein. Terror ist keine Konfliktpartei im humanitär-völkerrechtlichen oder überhaupt völkerrechtlichen Sinne. Es ist überhaupt kein Völkerrechtssubjekt. Insofern sind wir da wieder auf einer Fläche unterwegs, die durchaus als Glatteis zu bezeichnen ist, völkerrechtlich zumindest. Die juristische Terrordefinition geben? Ich kann Dissertationen empfehlen, die sich mit dem Terror, mit der Terrorismusdefinition beschäftigen, weil es tatsächlich ist das auch ein Riesenproblem im Recht, wie definieren wir Terror. Ich weiß nicht, haben Sie eine, wenn, ich dachte, vielleicht hätten Sie eine direkte Antwort drauf, weil ich habe verschiedene Definitionen gelesen, aber keine von denen ist so tragfähig meines Wissens, dass sie allgemein anerkannt wäre. Also es gibt eine zunächst sehr sinnvoll klingende Definition von Terrorismus in der arabischen Menschenrechtscharta. Eine der arabischen, ich meine, es ist die arabische Menschenrechtscharta, ich kann mich irren, ich kann das auch gerne nochmal nachgucken. Die klingt sehr gut und dann bauen sie die Israel-Klausel rein und versauen das Ganze. Wie wäre die denn? Letztlich Gewaltanwendung zur Erzeugung von Angst, Verbreitung von Angst und Schrecken gegen zivile Ziele, zur Durchsetzung politischer Ziele oder sowas in der Richtung. Also das ist auch meines Wissens, sind das so die Elemente, die ja häufig immer genannt werden, ist die Verbreitung von Angst und Schrecken durch gewaltsame Angriffe auf zivile Ziele, ist so, glaube ich, etwas, das man so als ein paar Elemente der Definition, aber es ist, wie gesagt, umstritten, weil wenn es da in die Feinheiten geht, da bin ich kein Experte an der Stelle, muss ich dazu sagen, wenn es da in die Feinheiten geht, gehen die Meinungen doch wieder sehr auseinander, was jetzt als Terrorismus zu bezeichnen ist und was nicht, also es ist, wir hantieren in dem Bereich mit vielen unscharfen Rechtsbegriffen. Das ist ein Problem, das ist schwierig, das macht die Diskussion häufig wenig zufriedenstellend, aber das ist das Recht, mit dem wir an der Stelle agieren und es wird auch häufig so gesagt, dass wir das Problem haben, dass wir mit einem Recht aus den 50ern und 70ern versuchen, einen Krieg aus dem 21. Jahrhundert zu erfassen. Auch noch direkt dazu, oder? Und zwar, wenn sozusagen die USA sich herausnehmen, jeden Kombatanten irgendwo auf der Welt anzugreifen, was hindert sie daran, einen vermuteten Terrorverdächtigen in Berlin oder in Frankfurt zu bombardieren, wenn das sozusagen überall das Gleiche ist? Also zuerst mal ganz faktisch, dass wir hier einen Luftraum haben, der funktioniert. Also Drohnen werden bisher meistens oder fast ausschließlich in asymmetrischen Konflikten eingesetzt, wo der Luftraum geklärt ist. Das hatte Niklas ja auch gerade schon dargelegt, weil über einem Raum wie Berlin oder auch in den USA selbst wären diese Geräte so nicht einsetzbar. Es gab mal eine Anfrage, glaube ich, vor ein paar Jahren sogar von der US Air Force, ob sie nicht ihren Global Hawk auf der internationalen Luftausstellung in Berlin landen lassen dürfen. Wo dann die Gegenfrage war, ob wir denn den Eurohawk in New York landen lassen dürften. Und man so, um Gottes Willen, seid ihr wahnsinnig, das ist doch alles viel zu bewohnt. Ja, also es funktioniert so einfach momentan noch nicht. Von der Rechtsauslegung her, ne, müsste man allerdings sagen, dass die Amerikaner nach ihrer Definition von Terrorismus und ihrem Krieg gegen den Terror theoretisch sich natürlich dazu befähigt sehen, in jedem Land der Welt Terroristen oder Terrorverdächtige anzugreifen.
weil eben, wie gesagt, das unabhängig von dem Vorliegen eines irgendwie lokal begrenzten, bewaffneten Konfliktes gemacht wird. Das vielleicht kurz zu ergänzen, sobald sich ein Freiwilliger findet, der in ein kleines Flugzeug steigt, da braucht er auch keine Genehmigung oder er wird nicht danach fragen. Gut, das wäre jetzt wahrscheinlich dann eher die Frage nach der anderen Richtung. Also wenn jetzt, dass sich jemand, der einen terroristischen Anschlag begehen möchte, natürlich auch nichts oder nur schwer daran gehindert werden kann, das mit einem kleinen Flugzeug durchzuführen. Ja, war nur eine Grenze, weil im juristischen Bereich kann man diese Dinge nie klar und scharf abgrenzen. Das sind nur Richtwerte. Ich wollte euch nicht aufhalten. Okay. Kein Problem, vielen Dank. Okay, wo waren wir? Das Recht des bewaffneten Konflikts. UMKS im bewaffneten Konflikt, halten wir einfach ein paar Sachen mal dazu fest. Erstmal, es gibt im humanitären Völkerrecht kein Verbot ferngesteuerter Kriegführung. Deswegen haben wir grundsätzlich bei UMKS nicht das Problem, dass da kein Pilot drin sitzt. Es ist, wie es auch schon zu Recht gesagt wurde, es ist eigentlich nur die Weiterentwicklung Entwicklungen, die wir seit Hunderten von Jahren auf dem Schlachtfeld sehen. Also auch der erste Langbogen wurde, glaube ich, als unheimlich unfair empfunden von denjenigen, die unter Beschuss von dem standen. Genauso war es auch dann mit den ersten Mittelstreckenraketen. Das ist so gesehen, macht die Unbemanntheit nicht das Ganze unrechtmäßig. Das ist für uns Juristen an der Stelle kein Problem, dass da kein Pilot an Bord ist, solange das Ganze eben noch aus der Ferne gesteuert wird. UMKS sind für sich genommen keine Waffe, sie sind ein Trägersystem. Insofern kann man Thomas de Maizière mit seiner etwas unglücklichen Äußerung der ethischen Neutralität zumindest Teilrecht geben, weil ein Trägersystem ist natürlich immer erstmal nur so gefährlich wie das, was ich ihm zum Tragen gebe, und kann natürlich auch für verschiedene andere zivile Zwecke eingesetzt werden. Also die Japaner bewässern damit auch Felder und da kann man so viel Gutes auch mitmachen. Das heißt, UMKS sind so keine Waffe, im Unterschied jetzt zu Antipersonenminen oder Ähnlichem, sodass wir da eben von einem Trägersystem reden müssen. Sie sind militärische Luftfahrzeuge, wenn sie von Streitkräften bedient werden. Und sie sind natürlich auch ein legitimes militärisches Ziel, solange sie militärische Vorteile für die eine oder andere Seite liefern. Das heißt, UMKS dürfen auch, solange sie bewaffnet eingesetzt sind, und vor allen Dingen im bewaffneten Konflikt, jederzeit angegriffen werden. Und das gilt eben nicht nur für das Fluggerät, sondern es gilt auch für die Bodenstation und es gilt auch für die Datenverbindung. Die sind alles legitime Ziele im bewaffneten Konflikt. Und dabei muss man auch dazu sagen, dass die Bodenstation ja nicht immer dann in dem Konfliktareal lokalisiert ist, in dem sich das Fluggerät bewegt. Also wie schon gesagt, die Creech Air Force Base in Nevada ist so ziemlich das Hauptinstrument der USA, von wo aus sehr viele Predator und Reaper gesteuert werden. Und theoretisch, sofern denn erreichbar, ist für eine gegnerische Konfliktpartei der USA auch diese Basis und diese Bodenstation der UMKS, die dort in dem bewaffneten Konflikt unterwegs sind, legitimes Ziel von Angriffen. Bitte? Bei Satelliten sind wir jetzt wieder in, ist ein schwieriges Rechtsregime auch, aber natürlich auch der Satellit. Ja. Also meiner Ansicht nach schon. Es gibt Leute, die sehen das anders, aber ich würde sagen, auch der Satellit ist ein legitimes militärisches Ziel, sofern denn erreichbar. Ich würde sagen, der zivile Schaden, den ich halt durch Schrott im All habe, ist halt irgendwie extrem im Vergleich zu Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Also, Verhältnismäßigkeit ist keine pauschal zu beantwortende Frage. Da können wir jetzt natürlich drüber reden, was für ein Satellit ist das? Hat der noch zivile Nutzungsmöglichkeiten? Man könnte sicherlich darüber diskutieren, ob es noch verhältnismäßig ist, wenn ich jetzt, sofern ich die Möglichkeit habe, das komplette GPS abschalte, indem ich eine gewisse Zahl Satelliten zerstöre, nur um einen bestimmten Drohneneinsatz in den USA zu verhindern oder in Afghanistan zu verhindern. Das wäre aufgrund der zivilen Nutzungsmöglichkeiten des GPS auch wahrscheinlich unverhältnismäßig. Man kann zumindest darüber diskutieren. Ob es jetzt da um den Weltraumschrott im All tatsächlich geht, weiß ich nicht. Aber es sind Verhältnismäßigkeitsfragen, die sich an der Stelle auf jeden Fall auch stellen.
Ich hätte noch eine Frage, ist vielleicht einfach eine Spitzfindigkeit, aber es gab noch das Beispiel des Drohnencontrollers, der in Amerika Drohnen steuert und dann nach Hause zu seiner Familie fährt, dort übernachtet und würde jetzt sein Wohnhaus mitsamt seiner Familie attackiert. Wäre das dann immer noch möglich? Also legitimes Ziel wird auch der Drohnenpilot, der abends nach Hause fährt, wohl sein, zumal er im Fall der USA regelmäßig auch in die Streitkräfte eingegliedert ist. Und dementsprechend als Soldat macht es so jetzt keinen Unterschied, dass er dann abends nicht in der Kantine ist, sondern zu Hause. Inwiefern dann natürlich jetzt das verhältnismäßig wäre, ihn zu Hause anzugreifen und vielleicht seine drei Kinder und die Frau mit in Mitleidenschaft zu ziehen, ist eine Einzelfallfrage, die wieder davon abhängt, was ist das für ein Soldat? Also ist das derjenige, der alle Drohneneinsätze alleine fliegt und ohne den nichts mehr geht? Oder ist es einer von 1000, der am nächsten Morgen einfach ersetzt wird, egal ob er zur Arbeit kommt oder nicht? Das sind eben so Verhältnismäßigkeitsfragen, die man da immer anstellen muss an der Stelle. Aber auch der Drohnenpilot, der abends nach Hause fährt und zu Abend isst, ist ein legitimes militärisches Ziel. Wo waren wir? Beim militärischen Luftfahrzeug und militärischen Ziel. Aus dem Status des militärischen Luftfahrzeugs, das ist übrigens vergleichbar mit dem Kombatantenstatus. Also ich darf, wenn ich im bewaffneten Konflikt mit Streitkräften unterwegs bin, darf ich Schädigungshandlungen nicht mit irgendeinem Flugzeug vornehmen, sondern es muss gefälligst ein militärisches Luftfahrzeug sein dürfen. Was da genau für Voraussetzungen dranhängen, es muss markiert sein, es muss von Streitkräften betrieben sein und so weiter. Interessiert jetzt nicht, aber nur wenn es ein militärisches Luftfahrzeug ist, darf ich damit Schädigungshandlungen vornehmen. Militärisches Ziel ist es aber, solange es wirksam zu militärischen Handlungen und militärisch vorteilhaften Handlungen beiträgt. Aufklärungseinsätze sind im bewaffneten Konflikt dazu generell zulässig und die sind nicht nur zulässig, sondern die sind teilweise sogar geboten. Es gibt im humanitären Völkerrecht diverse Vorschriften, die sich damit auseinandersetzen, wie genau Vorsichtsmaßnahmen auszusehen haben, die vor einem Angriff ergriffen werden. Dazu gehört, dass alles praktisch Mögliche getan werden muss, um zivile Schäden zu verhindern oder zumindest so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört auch, dass ich die Bevölkerung vorwarnen muss, wenn es die Möglichkeit gibt. Das sind Vorgaben, die das humanitäre Völkerrecht macht und an welchen Stellen eben Aufklärungseinsätze von eminenter Wichtigkeit sind. Und hier können dann Kampfdrohnen oder Drohnen, deswegen auch oben das K in Klammern, es geht dann nämlich auch dann um die unbewaffnete Variante wieder, da können Drohnen sicher auch wirklich einen Beitrag leisten und zivile Schäden verhindern. Da sind wir nämlich dann wieder bei der Neutralität dieses Waffensystems und wie es Niklas vorhin gesagt hat, ich bin auch der Ansicht, Kampfdrohnen können durchaus völkerrechtskonform eingesetzt werden und können, so sie denn völkerrechtskonform eingesetzt werden, auch einen Beitrag dazu leisten, die Leiden eines bewaffneten Konfliktes zu lindern oder zumindest teilweise zu verringern. Ich kann mit Drohnen in einer Art und Weise aufklären, wie ich das mit sonst eigentlich keinem anderen System oder Gerät kann. Satellitenfernerkundung klar, funktioniert, hat aber auch ein ziemlich hohes Lag, soweit ich da informiert bin, und natürlich nicht die Auflösung, nicht annähernd die Auflösung, die eine Drohne liefern kann. Die Drohne kann 24, 36, je nachdem wie hoch sie fliegt und was für einen Antrieb sie hat, sogar 48 Stunden in der Luft bleiben und dementsprechend dauerhafte Beobachtung liefern. Und wenn es eine bewaffnete Drohne ist, wir hatten es vorhin schon, kann sie sogar den Verbund herstellen zwischen Aufklärung und Wirkung. Das heißt, ich muss eben nicht mehr wie Niklas beschrieben hat, beim Tornado erst warten, bis der Film entwickelt wird und so weiter, sondern ich kann eben in dem Moment, wo ich sehe, da passiert irgendetwas, das muss verhindert werden, um vielleicht auch ziviles Leben zu schützen, kann ich direkt eingreifen. Ja. In Friedenszeiten sieht die Geschichte, wie gesagt, gänzlich anders aus. In Friedenszeiten gilt erstmal das völkerrechtliche Gewaltverbot. Das folgt aus der UN-Charta. Das heißt, es darf zu keiner Zeit darf einfach ein Staat einen anderen angreifen oder eben Gewalt ausüben. Das verbietet sich. Dementsprechend sind dann auch Aufklärungseinsätze und in anderen Staaten nicht erlaubt, weil das die territoriale Integrität des Staates verletzen würde. Satellitenfernerkundung hingegen ist zulässig und vor allen Dingen ist das humanitäre Völkerrecht nicht anwendbar. Das humanitäre Völkerrecht gilt, wie gesagt, nur im bewaffneten Konflikt.
Sprich, in Friedenszeiten kann ich diese ganze, alles, was wir jetzt eben zu Kombattanten gesagt haben, was wir zu legitimen militärischen Zielen gesagt haben und so weiter, hat dort keine Bedeutung. Dieses Recht ist schlichtweg nicht anwendbar. Dementsprechend sind auch gezielte Tötungen, die außerhalb von bewaffneten Konflikten vorgenommen werden, nicht zu rechtfertigen. Da handelt es sich um einen Verstoß gegen das Verbot willkürlicher Tötung. Und innerstaatlich wird man da wahrscheinlich, das hat der schwedische Außenminister vor ein paar Jahren auch mal so gesagt, das dürfte sich um Mord handeln, was da innerstaatlich passiert. Totschlag, wenn nicht gar Mord. Direkt dazu? Ja, wer ist dann verantwortlich? Ist das der Mensch, der steuert, der klickt der den Befehl gibt? Kommen wir gleich noch drauf. Ein Bereich, der Drohnen auch immer wieder als Problemkreis angelastet wird, ist eben die zunehmende Automatisierung und Autonomisierung vor allen Dingen. Wir können das jetzt gern ein bisschen noch in den zweiten Teil schieben, falls das war, glaube ich, so dein Anliegen ein bisschen. Dann überspringe ich das jetzt auch gerade ein bisschen, da kann ich später auch gerne noch was zu sagen. Wir müssen da auf jeden Fall rechtlich auch ganz klar unterscheiden zwischen ferngelenktem und automatischem und autonomen Handel. Ist die Frage, was ist da schon im Einsatz, wie ordnet man das ein, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, das voranzutreiben und was wird da gemacht und wie gehen wir rechtlich damit um. Dann kommen wir auch zur Verantwortlichkeit. Bei UMKS-Einsätzen, wie das jetzt also quasi State of the Art gerade ist, haben wir da rechtlich keine großen Probleme. Das ist letzten Endes nicht anders, wie wenn die F-16 losgeschickt wird. Je nachdem, wie gut wer informiert ist, verhält sich auch dann die Verantwortlichkeit. Zunächst mal ist es der befehlshabende Offizier, der Kommandeur, der die Verantwortlichkeit für die Rechtmäßigkeit von einem Einsatz trägt. Der ist natürlich jetzt nicht an alles gebunden, was seine einzelnen Streitkräfte machen und wird mit Sicherheit nicht für einzelne, ja, unter Umständen sogar menschenrechtliche Vergehen herangezogen werden können. Also der Pilot, der sich eigenmächtig dazu entscheidet, jetzt eine Schule anzugreifen anstatt dem Munitionslager, wird dem Kommandeur nur bedingt anzurechnen sein. Aber da haben wir an der Stelle, macht es für uns rechtlich keinen Unterschied, ob der Pilot an Bord sitzt oder ob der Pilot irgendwo anders sitzt, solange eben die Steuerung und die Echtzeitsteuerung, nahezu Echtzeitsteuerung, gewährleistet ist. Bei automatisierten Systemen, jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Unterscheidung zwischen Automatisierung und Autonomisierung ein, ist es dasselbe. Die Kontrolle ist noch vorhanden, sie wird vielleicht nur an manchen Stellen abgegeben. Da müssen wir uns dann eben wieder drüber unterhalten, welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen. Um eventuellen zivilen Schäden vorzubeugen. Da sind wir bei autonomen Systemen, kommen wir da mitunter in große Schwierigkeiten. Solange aber noch der Human on the Loop ist, sprich den Einsatz zumindest kontrolliert, wenn auch nicht positiv steuert, haben wir auch da verantwortlichkeitsmäßig keine Probleme rechtlich. Bei vollautonomen Systemen kommen wir da in ein ganz anderes Fahrwasser rein und können da ja auch dann gleich gerne noch im zweiten Teil was zu sagen. Und wir können jetzt gerne noch weiter im Diskussionsrahmen. Ich habe jetzt an einigen Stellen habe ich mich ein bisschen verkürzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung und freue mich auf eine spannende Diskussion und hoffe, ich kann die Fragen zufriedenstellend beantworten. Vielen Dank, Herr Stroh, für den Vortrag. Zeitlich, ihr wisst, wir sind alle ein bisschen hinten dran. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine halbe Stunde noch Diskussion bis 13:30. Ist jetzt 13:00 und gehen dann in die Mittagspause, weil laut Plan müssten wir in 5 Minuten schon in die Mittagspause gehen und das wäre, glaube ich, der Sache nicht gerecht. Ich gebe dann an den Simon weiter, der leitet die Diskussion. Ja, wir haben ja gerade schon bemerkt, ich gestatte mir kurz eine Vorbemerkung, dass es ein relativ diverses Thema ist. Ich möchte darum bitten, Zwiegespräche so weit wie möglich zu vermeiden und kündige an, das dann gegebenenfalls zu unterbrechen. Und ansonsten machen wir das, wie wir das bei Piraten halt so machen. Man kennt das. War das gerade eine Meldung? Ja. Gut, dann einmal das Mikrofon an den Herrn mir gegenüber, bitte. Ich wollte jetzt noch keine Detailfragen stellen, aber eher eine allgemeine Einordnung. Für mich persönlich ist die Frage, was kann denn Juristen machen? Ich merke jetzt, es gibt Sachen, wir stellen ja fest, die meisten Sachen befinden sich einfach im legalen Raum. Es gibt möglicherweise extralegale kriegerische Handlungen, gegen die man vorgehen könnte, aber
für mich persönlich würde ich erstmal, bevor ich mit all diesen Fragen anfange, unterscheiden zwischen Legalität und Legitimität, dass wir persönlich Sachen für legitim halten und von unserem Moralempfinden her bestimmte Sachen nicht für richtig halten und das natürlich auch begründen und ausführen können. Aber das ist ja gar nicht mehr die Sicht des Juristen. Und so in den meisten Debatten einfach diese Grenze nicht klar genug ziehen kann, was ist jetzt legitim, was ist legal. Und es für uns persönlich in den meisten Sachen auf einmal nicht rechtens, dass da Leute bombardiert werden, einfach so. Das erscheint uns einfach nicht plausibel, dass man das rechtlich stützen kann. Aber persönlich führen wir schnell einfach eine Frage der Legitimität immer. Und dann wäre noch meine weitere Frage, was kann man denn als Einzelperson überhaupt machen, wenn man sich mit diesem ganzen legalen Kontext auseinandersetzt? Was ist damit gewonnen quasi? Okay, ja, der Unterschied zwischen legal und legitim ist natürlich ein sehr spannender, wo auch ich persönlich häufig an meine Grenzen komme und in die Situation komme, Dinge, die ich eigentlich als illegitim betrachte, als legal klassifizieren zu müssen. Sprich, weil das Recht an manchen Stellen eben die Freiheiten lässt. Und gerade das Recht des bewaffneten Konflikts ist nun mal in dem Wissen geschaffen worden oder in der Anerkennung dessen geschaffen worden, dass es kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt gibt und dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen immer mit Leid und Verletzung Einzelner einhergehen, ist nun mal Fakt und wird sich leider wohl auch so schnell nicht abstellen können. Deswegen ist das Recht des bewaffneten Konflikts, klingt an manchen Stellen perfide, inhuman, ist aber häufig doch nur realistisch und wird trotz dieses Realismus, den man dem Recht da durchaus bescheinigen kann, dennoch meistens irgendwie rechts überholt von Auslegungsformen, wie zum Beispiel, wir führen einen Krieg gegen den Terror, also wo man als Humanitärvölkerrechtler nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Und gegen wen führt ihr den Krieg? Also das sind ganz schwierige Grenzfragen, die da gestellt werden. Und ich habe mich ja schon gerade beim Verhältnismäßigkeitsprinzip hatten wir ja schon die Diskussion und da komme ich hier ein bisschen ins Schwimmen, weil es diese Berechnungsform oder diese klare Linie, die man da gerne ziehen würde, so faktisch leider nicht gibt. Und die Legalität der Waffe hat natürlich nichts mit der Legitimität ihrer Einsatzform zu tun. Das ist, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen hat auch der Verteidigungsminister, wenn er sich eben darauf beschränkt, zu sagen, dass die Bundeswehr selbstverständlich nur in bewaffneten Konflikten Drohnen einsetzen wird und selbstverständlich keine höheren Autonomiestufen zulassen wird, als die jetzt bereits im Einsatz sind, dann macht er das nicht ohne Grund. Weil das nämlich genau die Grenzen sind, die momentan zum Beispiel von den USA regelmäßig übertreten werden und die daher auch zu Recht in der Kritik stehen. Aber ist, wie gesagt, auch vieles Auslegungssache. Und ein amerikanischer Völkerrechtler würde jetzt wahrscheinlich mich auseinandernehmen, wenn er nach mir dran wäre. Was kann man als Einzelperson tun? Ich verstehe die Frage so, wie kann man sich als Einzelperson in das Recht reinfuchsen? Oder weil was kann man als Einzelperson tun, ist natürlich immer, ist auch eine sehr weite Frage. Bitte um Konkretisierung vielleicht. Ich meine jetzt eher, dass man als derjenige, der eben nicht verantwortlich ist für die militärischen Handlungen, was kann die Zivilgesellschaft tun? Jetzt nicht der Einzelne, sondern was ist generell, was kann man einfach tun, indem man jetzt, das ist einfach dann, das ist keine Frage, ist ja eher ein Aufruf, merke ich. Okay, also wie kann man sich engagieren, wenn man ein Problem hat mit der Illegitimität dieser legalen Waffe vielleicht? Ist das dass man einfach eine ethische Debatte darüber führt, wo sind unsere Grenzen des Rechts, was ist vernünftig, was nicht? Also die Grenze ist definitiv notwendig und die wird auch hoffentlich noch, die Diskussion ist definitiv notwendig und die wird hoffentlich auch in nächster Zeit noch breit gesellschaftlich geführt werden. Es gibt da auch Verpflichtungen, die Bundesregierung hat, denen sie nicht nachkommt momentan. Es gibt die Verpflichtung zur Überprüfung neuer militärischer Mittel, die eingesetzt werden sollen nach humanitärem Völkerrecht, ob diese Mittel denn überhaupt so eingesetzt werden können, dass sie nicht gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen. Diese Prüfung hat bisher nicht stattgefunden, das sollte eingefordert werden. Wenn man sich als Einzelperson engagieren will, dann kann man da sicherlich jetzt auch nur auf die NGOs hinweisen, die ja zum Teil schon angeklungen sind, wie die ICRAC, die sich mit Human Rights Watch und einigen anderen NGOs momentan auch zusammengetan hat, um die Campaign to Stop Killer Robots ins Leben gerufen hat, die ja sehr gut anläuft, soweit ich das bisher überblicken konnte, und da auch einen vielversprechenden Ansatz hat und die Zielrichtung verfolgt, dass zumindest autonome Systeme
ähnlich geächtet werden, wie das bei Landminen und Streumunition mittlerweile der Fall ist. Also diese Möglichkeit des Engagements besteht sicherlich. Wenn man sich in die rechtliche Materie da ein bisschen einarbeiten will, kann ich auch gerne noch Literaturhinweise geben. Ja, ich wollte nur anmerken, also mir fällt eigentlich doch zur Frage der juristischen Behandlung von Verhältnismäßigkeit ein, die Nürnberger Prozesse. Ich versuche das mal. Also die Nürnberger Prozesse fallen mir ein schon, dass da die Frage gestellt wurde und auch verhandelt wurde über die Verhältnismäßigkeit, wo zum Beispiel Offiziere, deutsche Offiziere wie Guderian oder Dönitz und so weiter in Einzelfragen dort das dann behandelt wurde. Auch Kommissarbefehl oder so etwas. Also wo Befehle gegeben wurden, die zu einem unverhältnismäßigen oder nicht verhältnismäßigen Einsatz geführt haben von Waffen. Die Fälle gab es auf jeden Fall auch. Ich habe nicht jeden dieser Fälle, ich wollte mich jetzt vorhin nicht konkret festlegen auf Ihre Frage, deswegen, die Fälle gibt es, die Fälle sind natürlich dokumentiert und auch nachlesbar, also das wollte ich damit nicht in Frage gestellt haben. Ich konnte sie jetzt nur nicht so wiedergeben, wie ich das Gefühl hatte, dass sie von der Frage her gewollt waren. Aber es gibt natürlich vom Internationalen Gerichtshof auch teilweise, oder Nürnberger Prozessen eben, dokumentierte Fälle, wo einzelne Einsätze als unverhältnismäßig eingestuft wurden. Da hätte ich eine Frage konkret zu USA. Gab es da bisher ein Urteil, dass etwas unverhältnismäßig angesehen wurde, oder ist einfach dort, wer getroffen wurde, war ein Kombattant und es war dann verhältnismäßig? Das wäre die erste Frage. Und die zweite auch zu USA. Gibt es denn dort die Debatte wenigstens, ob diese Art der Kriegsführung legal ist oder legitim? Oder ist da einfach auch, dass die breite Öffentlichkeit sagt, beim Kampf gegen den Terror ist es okay, wenn wir so handeln? Also zu der Verurteilung der USA kann man recht leicht machen, da die USA den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen, werden sie vor dem auch nicht verurteilt werden. Und andere Stellen, die dementsprechende Menschenrechtsverletzungen ahnden könnten, existieren nicht. Also ich dachte, das ist klar, natürlich mit dem Strafgerichtshof, dass es in den USA selbst Urteile gab, wenn zum Beispiel jetzt ein Pilot irgendwo eine Rakete in ein Dorf abgeschossen hat und dann relativ viele zivile Opfer gab, ob es da schon Prozesse gab? Meines Wissens nicht. Ich glaube auch nicht, dass das in nächster Zeit zu erwarten ist. Zum einen, da ja, wie gesagt, nach amerikanischer Auslegung der Großteil dieser Handlungen entweder verhältnismäßig oder geheim ist, weil da ja auch gerade in den Grenzgebieten zu Pakistan und in Jemen und in Somalia man eben nie genau weiß, wer fliegt da eigentlich. Sind das jetzt die Streitkräfte oder ist es doch die CIA? Wird da wahrscheinlich nicht zu erwarten sein, dass dort in nächster Zeit Verurteilungen von einzelnen Piloten stattfinden. Was allerdings dann auch direkt zur zweiten Frage führt, weil die Debatte wird in den USA jetzt seit noch gar nicht allzu langer Zeit, so wie ich das mitbekomme, schon auch relativ groß geführt, eben gerade nach der Veröffentlichung dieses Berichts, den ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, den ich auch sehr empfehlen kann, nur Living Under Drones, ist auch umsonst zum Download unter genau diesem Titel zu finden. Der sich damit beschäftigt, dass was die Auswirkungen auf Zivilbevölkerung sind. Und diese Auswirkungen sind wohl nach dem, was der Bericht hergibt, immens. Durch diese permanente Bedrohung, dadurch, dass eben man sich selbst nicht mehr traut, weil man nie weiß, wer taggt mich jetzt mit so einem Chip und dann bin ich das nächste Opfer oder ist das Auto vor mir vielleicht Opfer und ich gehe gleich mit hoch. Dazu gibt es da noch eine Praxis, die da teilweise wohl gefahren wird, die nennt sich Double Tapping. Das heißt, ich schieße einmal drauf, warte eine halbe Stunde und schieße dann nochmal drauf, wenn die Ersthelfer da sind. Da passieren ganz extreme Geschichten, die allerdings jetzt in diesem Bericht auf sehr guten und meiner Ansicht nach sehr fundierten Berichten von Einwohnern dieser Region dargelegt sind, aber die natürlich jetzt noch nicht in eine Qualität haben, sodass auf dieser Grundlage jetzt Einzelpersonen verurteilt werden könnten. Die Debatte ist, glaube ich, jetzt auch nochmal angestoßen worden in den USA durch die letzte Rede von Präsident Obama zur nationalen Sicherheit. Dort wurden nämlich zum allerersten Mal von der amerikanischen Regierung auch eingeräumt, dass auch US-amerikanische Bürger im Ausland schon Opfer von Drohnenangriffen geworden sind. Das ist schon länger bekannt, aber das ist das erste Mal, dass die amerikanische Regierung gesagt hat, jo, das waren wir.
Ganz häufig hieß es an den Stellen ja auch von der pakistanischen Regierung, dass sie selbst das in Auftrag gegeben habe, wobei man ja da immer dann von so einer stillschweigenden Duldung dieser Angriffe durch die USA auf pakistanischem Staatsgebiet ausgehen musste. Mittlerweile ist aber meines Wissens war das das erste Mal, dass die amerikanische Regierung gesagt hat, ja, wir haben US-Bürger in fremdem Territorium mit Drohnen getötet. Insofern dürfte das, man kann es hoffen, dass das die Debatte vor Ort vielleicht auch noch ein bisschen anfeuert. Okay, dazu direkt was Kurzes und insgesamt, ich würde es jetzt vorschlagen, dass wir es mit dem Mikro immer abwechselnd machen, dass wir auf der einen Seite Zeit haben, das Mikro rumzugeben. Das heißt, wenn ihr das Mikro bekommt, kurz warten und der andere spricht dann währenddessen. Also vielleicht noch eine Entgegnung zu, du hattest gefragt, wann haben die USA mal irgendwann jemanden hops genommen von ihren eigenen Leuten. Im Kontext allerdings wunderbares Beispiel, wie politisch aufgeladen so eine Sachen dann sind, ist beispielsweise das, was im Kontext zu damals Vietnam My Lai passiert ist. Da ist dann sozusagen ein einzelner Offizier zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. Dann waren politische Entscheidungsträger, die da sozusagen reingegangen sind, dann wurde es in mehr oder weniger Art so eine Art Ehrenhaft mit leichten Arrest und so weiter verwandelt, ging dann hin und her. Soviel ich weiß, zwischendurch, er saß dann tatsächlich für mehrere Jahre, Jahrzehnte. Dann irgendwann, aber es ging sozusagen immer hin und her. Okay, Stefan. Ja, dazu wollte ich auch noch ganz kurz was sagen. Besonders die Hoffnung über eine erneuerte Debatte. Ich verfolge die amerikanische Debatte ein bisschen genauer und mir fällt dabei eigentlich nur auf, dass es tatsächlich nur darum geht, die amerikanischen Toten zu problematisieren, was ein sehr eingeschränkter Fokus darstellt und daher würde ich den Optimismus nicht teilen, dass es zu einer generellen Debatte über diese Technologie und die Fähigkeiten oder die Praxis des Drohnenkriegs in Pakistan führt. Und da gab es letzten Monat auch ein Urteil von einem pakistanischen Gericht, das die pakistanische Regierung aufgefordert hat, ein UN-Tribunal anzustreben, also diplomatische Mittel zu ergreifen, um mögliche zivile Opfer völkerrechtlich einfach zu klären. Also wie sieht es aus, inwieweit ist es überhaupt noch völkerrechtlich? Dazu hat das Gericht aufgerufen. Und deswegen meine Frage, welche diplomatischen und ja, juristischen Trends gibt es momentan im Völkerrecht, die auf die Einengung gewisser Prinzipien abzielen oder halt eben vielleicht auch die Gegenbewegung, dass Targeted Killing außerhalb von bewaffneten Konflikten über den Krieg des gegen den Terror irgendwie versucht wird zu rechtfertigen. Welche Erfolge gibt es? Also, weil das Völkerrecht ist eben sehr stark dynamisch und da interessieren mich eben besonders diese Entwicklungen und die Bewegungen, die vielleicht irgendwann mal in Völkergewohnheitsrecht münden könnten. Das ist, bitte? Kurz dazwischen, das Mikro von dir einmal bitte rüber zum Niklas. Meins geht jetzt zur Konstanze und danach dann wieder auf diese Seite. Vielen Dank. Also gerade was die diplomatischen Trends und juristischen Trends angeht, da können wir vielleicht auch im zweiten Teil noch ein bisschen drüber sprechen, wo wir auch was zur Rüstungskontrolle vielleicht sagen können in Bezug auf gerade auch auf autonome Waffensysteme. Was das Völkergewohnheitsrecht angeht, ist es in der Tat, es ist dynamisch, sicher. Es hängt ja immer, also beim Völkergewohnheitsrecht muss man vielleicht dazu sagen, das entwickelt sich ganz viel durch Staatenpraxis. Wenn sich Staaten in einer gewissen Art und Weise verhalten, auf einem bestimmten Zeitraum, dann kann eine gewisse Verhaltensweise, eine gewisse Praxis zu Völkergewohnheitsrecht werden. Und es gibt in der Tat die Befürchtung, dass die USA jetzt mit ihrem Verhalten, was sie seit gut 10 Jahren an den Tag legen, international, dass sie damit Präzedenzfälle schaffen, die unter Umständen von anderen Institutionen, Nationen oder Organisationen aufgegriffen werden könnten und dann eben mit dem Hinweis, ja, aber ist doch schon gängige Praxis, passiert doch jeden Tag da und da und da und da von den USA, ist eine Gefahr, die durchaus besteht. Das Völkergewohnheitsrecht ist nicht so dynamisch, wie es sich jetzt dann vielleicht anhört. Also das dauert schon noch ein paar Jahre und braucht einige Zeit, bis sich das so verfestigt und braucht auch eine gewisse Anzahl von Staaten, die da mitmachen natürlich. Aber die USA zumindest sind momentan mit ihrem Verhalten dazu geeignet, das in eine Richtung zu beeinflussen, die aus humanitärer Sicht sicherlich nicht wünschenswert ist. Ja, Sven.
Okay. Zwei ganz kurze Fragen. Du hattest sie schon angerissen. Inwieweit macht es denn einen Unterschied, ob eine Zustimmung eines Staates für Drohneneinsätze vorliegt oder nicht? Weil in Pakistan, es gibt die Gerüchte, dass es stillschweigende Duldung gibt, im Jemen ja auch. Und inwieweit hebt das sozusagen den illegalen Status wieder auf? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, die hast du eben auch schon mit dem Gewohnheitsrecht. Es gibt ja die Gerüchte, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen, dass britische Intelligence genutzt wurde, um auch durch die USA Targeted Killings durchzuführen. Und inwieweit ist denn also auch die Zuführung von Daten, von Namen, inwieweit würde das denn dann auch unter Unterstützung im Sinne des Gewohnheitsrechts fallen? Ja, ob man da jetzt wirklich das Gewohnheitsrecht bemühen muss, ich gehe erstmal auf die zweite Frage ein, weiß ich gar nicht unbedingt. Also es hängt natürlich auch immer wieder darauf an, hängt davon ab, in welchem Konflikt, welcher Konfliktform befinden wir uns, wo werden die Informationen wie gesammelt und weitergegeben für welche Art der Verwendung. Es gibt ja jetzt gerade seit kurzem, letzte Woche oder vorletzte Woche war es, glaube ich, dass der Panorama-Bericht auch rauskam, der nahegelegt hat, dass vielleicht auch einige der Datenverbindungen für die Einsätze im afrikanischen Raum von amerikanischen Drohnen, dass sie über Rammstein laufen könnten und dort eben auch so ein Intelligence System sitzt, wo man nicht genau weiß, steht da nur eine Schüssel, die einfach das Signal abspiegelt und weiterleitet, oder sitzen da vielleicht tatsächlich Leute, die Entscheidungen treffen, weil das dann natürlich auch eine interessante Frage dafür ist. Wie weit ist denn Rammstein dann vielleicht auch legitimes Ziel für eine Konfliktpartei in irgendeinem anderen Staat, die von diesen Einsätzen, die aus den USA über Rammstein geleitet werden, dann betroffen sind. Insofern kann man das auch dann auf diese britische Beteiligung oder dann eben in, vielleicht auch in Frage stehende deutsche Beteiligung an solchen Einsätzen übertragen. Wenn wir uns da in einem bewaffneten Konflikt befinden, wo diese Einsätze letzten Endes geflogen werden, für die Informationen oder technische Hilfestellungen, welcher Art auch immer, bereitgestellt werden, dann stellt sich durchaus die Frage, ob dieser Drittstaat, der dieses Bereitstellen dann zu verantworten hat, ob der nicht als Konfliktpartei in den Konflikt auch eintritt und dementsprechend sich dann selbst auch zum legitimen militärischen Ziel macht. War das die Frage, die Richtung, die Frage gezielt hat? Auf Pakistan zum Beispiel. Also wo wir dann sagen, kein bewaffneter Konflikt, aber es wird verändert das Gewohnheitsrecht, weil es ja nicht nur eine Duldung ist, sondern sogar eine Unterstützung der Praxis. Also wie gesagt, das Gewohnheitsrecht verändert sich nicht auf Monatsbasis oder auch nicht auf Jahresbasis, sondern es braucht wirklich eine langjährige Praxis. Und Pakistan war ja jetzt auch deine erste Frage, vielleicht können wir das damit verbinden, inwieweit die Zustimmung da wirklich eine Rolle spielt oder was das rechtlich verändert. In Pakistan ist es natürlich zum einen sicherlich auch politisch gewesen in den letzten Jahren zu sagen, dass diese Zustimmung nicht erteilt wurde. Das war zumindest meines Wissens für lange Zeit die offizielle Aussage. Es gibt keine Zustimmung zu amerikanischen Drohneneinsätzen auf pakistanischem Staatsgebiet. Und in manchen Fällen wurde ja sogar behauptet, das waren wir selbst. Das waren gar nicht die Amerikaner, wo dann hinterher aber auch irgendwie ein bisschen klar war, okay, das kann nicht sein. Die Zustimmung eines Staates zu solchen Einsätzen auf dem eigenen Staatsgebiet ist auch eine fragwürdige Kategorisierung, je nachdem, was passiert in dem Staat gerade. Wenn wir das als Beispiel, als Gegenbeispiel Afghanistan nehmen, die afghanische Regierung holt sich Unterstützung von den alliierten Truppen, was aber nichts daran ändert, dass sich nur die afghanische Regierung rechtlich gesehen mit den Aufständischen in eigenem Staatsgebiet in einem bewaffneten Konflikt befindet und die anderen Staaten eben nur unterstützende Hilfe leisten mit Streitkräften. Inwieweit dann jetzt Streitkräfte zum Beispiel in Pakistan Unterstützung leisten könnten, wo ja gar kein bewaffneter Konflikt vorliegt, also da komme ich dann mit meinem Recht schon wieder an die Grenzen, weil ich dann, die Streitkräfte haben da eigentlich dann nichts verloren, nach meiner rechtlichen Einschätzung. Insofern ist dann diese Zustimmung, die könnte vielleicht erteilt werden von pakistanischer Seite dann für polizeiliche Unterstützungsmaßnahmen oder Ähnliches. Da gibt es ja auch eine Diskussion, inwieweit grenzen wir Polizeieinsätze von Streitkräfteeinsätzen ab. Aber die, an sich ist die Zustimmung zu solchen Einsätzen jetzt nicht geeignet, das Gewohnheitsrecht in irgendeiner Form zu verändern, auf, wie gesagt, also zumindest nicht auf kurze Sicht. Und mit kurz meine ich die nächsten 5 bis 10 Jahre. Die Zustimmung ist aber auf jeden Fall
ja, macht einen rechtlichen Unterschied, sobald wir eben dann uns wieder in einem bewaffneten Konflikt befinden, weil ohne Zustimmung von Pakistan, angenommen Pakistan litte unter einem bewaffneten Konflikt und die Amerikaner würden dort ohne Zustimmung reingehen, dann wären sie auf einmal Konfliktpartei, und zwar nach eigener Verantwortung, nicht nach pakistanischer Verantwortung. Mit der Zustimmung sind sie unterstützende Konfliktpartei für die Pakistanis. So wären sie dann eben eigene Konfliktpartei und dementsprechend hätten sie dann auch ihr eigenes Staatsgebiet als Konfliktareal mit ins Boot geholt. Also ich habe zwei Fragen, eigentlich habe ich jetzt drei, weil ich muss jetzt nochmal nachfragen wegen der Diskussion eben. Die erste ist, der internationale Strafgerichtshof ist ja mehrfach gefallen. Ich würde gerne wissen, mal ganz unabhängig davon, dass die Amerikaner die nicht anerkennen, wir können ja ein Beispiel von einem anderen Land machen. Wer wäre denn da Kläger? Also wie stelle ich mir das praktisch vor? Wie bringt man jemand völkerrechtlich, wenn er denn diesen Gerichtshof anerkennt, überhaupt davor? Also wer wäre eine Instanz? Wer ist da denn die Staatsanwaltschaft? Also da würde ich gerne etwas genauer wissen. Das Zweite ist natürlich jetzt die Rammstein-Frage, die ich gerne mal umdrehen möchte. Mal angenommen, es stellte sich als wahr heraus, dass Teile der Drohnenoperationen von Rammstein aus kontrolliert würden und wir redeten über Gebiete, die keine Kriege sind, Pakistan. Wäre dann eigentlich die deutsche Staatsanwaltschaft gezwungen, dagegen vorzugehen, denn Rammstein ist ja kein exterritoriales Gebiet wie die Botschaften, sondern da haben ja die Amerikaner nur gewisse Rechte. Wir handeln da nicht autonom, sondern unter deutscher Jurisdiktion. Müsste denn eigentlich die deutsche Staatsanwaltschaft dagegen vorgehen, denn für den Fall der, also in Nichtkriegsgebieten, ist, denke ich, ja auch international vollkommen klar, dass Völkerrecht das eigentlich so nicht hergibt. Und meine dritte Frage ist, was ist der Fokus der Dissertation und wird die frei verfügbar sein? Also ist sie sicherheitsmäßig eingeschränkt oder darf man die auch nachher lesen? Vielen Dank. Also ich arbeite mal von oben nach unten ab. Beim Internationalen Strafgerichtshof, es gibt das Rom-Statut, das den Strafgerichtshof konstitutionalisiert hat. Und dort gibt es einen Katalog von verschiedenen Handlungsformen, die als Kriegsverbrechen klassifiziert werden. Diese Kriegsverbrechen können vom ISTGH angeklagt werden und Ankläger ist dann dort der Prosecutor. Der Strafgerichtshof hat einen eigenen Ankläger, der solchen Verfahren dann nachgeht. Wie diese Verfahren dann an den Strafgerichtshof herangetragen werden, also wo kein Kläger, da kein Richter, ist klar. Also es muss sich schon mal erstmal jemand bemerkbar machen. Ich glaube, von selbst ermittelt dieser Prosecutor nicht, soweit ich weiß. Aber dass dort, wenn eben Menschenrechtsverletzungen bekannt werden, Kriegsverbrechen bekannt werden und die dann von dem Staat oder von der Institution, die unter diesen Kriegsverbrechen zu leiden hat, an den ISTGH getragen werden, dann wird von dort aus ermittelt und dort auch angeklagt. Also wenn wir jetzt um Kriegsverbrechen reden, dann müssten wir uns jetzt eben dann wieder auf das Areal des bewaffneten Konflikts begeben, um das Ganze anwendbar zu machen. Da wäre es dann wahrscheinlich die Regierung, die das anzuklagen hätte. Ja. Also internationales Völkerstrafrecht ist auch nicht mein originäres Steckenpferd, aber soweit ich weiß, wäre das der Gang, der da zu gehen wäre. Zur zweiten Frage, die Staatsanwaltschaft müsste dann an der Stelle da ermitteln, sofern sicher von da aus unrechtmäßige Handlungen in anderen Ländern vorgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch sogar schon, ich weiß nicht, wie weit die Ermittlungen fortgeschritten sind, da ja auch ein deutscher Staatsbürger unter einem Drohnenangriff, ich glaube, es war sogar auch in Pakistan, ich bin mir jetzt nicht, oder Jemen. Pakistan. Es war auf jeden Fall nicht Pakistan. Im bewaffneten Konflikt, richtig. Ne? Es war Pakistan. Es war Pakistan, okay. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt dort meines Wissens gegen die, also sie wissen, glaube ich, nicht so richtig, gegen wen sie ermitteln sollen, weil man nicht so richtig weiß, wer das Ding geflogen hat. Es ist davon auszugehen, dass es die CIA war. Dementsprechend kann man sich vielleicht auch was zu den Erfolgsaussichten der Ermittlungen ausrechnen. Aber zumindest wird da ermittelt und würde auch im Falle einer sicheren Rechtsverletzung von Rammstein aus ermittelt werden müssen. Zu meiner Dissertation, beschäftigt sich mit den humanitärvölkerrechtlichen Rahmenbedingungen zum Einsatz von luftgestützten UMKS. Sprich, ich beschränke mich in meiner Dissertation auf den bewaffneten Konflikt. Und freie Verfügbarkeit, dazu kann ich bisher noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wo ich veröffentlichen werde. Also wird frei zugänglich sein? Ja, selbstverständlich, klar. Also die ist nicht klassifiziert oder...
Das ist wohl wahr. Es gibt in dem Umfeld von Kampfdrohnen immer wieder Menschen, die meinen, da viel geheim halten zu müssen. Die Bundeswehr ist da auch kein Kind von Traurigkeit. Aber nein, die Dissertation muss sogar öffentlich zugänglich sein, sonst darf ich den Titel nicht tragen. Okay, ich nehme mal eine kurze Ergänzung heraus zum Internationalen Strafgerichtshof. Das römische Statut sieht auch eine Überweisung durch den UN-Sicherheitsrat vor. Das heißt, der UN-Sicherheitsrat wäre auch eine Möglichkeit, jemanden vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Wurde in letzter Zeit auch, gab es ein paar Haftbefehle in Libyen, meine ich, ein paar auch sehr seltsame. Bitte? Und im Sudan, ja klar, auf jeden Fall. Da sogar einen sehr spannenden. Das ist also auch eine Möglichkeit. Und jetzt Stefan. Wir hatten es, also ich habe zwei Fragen. Wir hatten es ja gerade noch von Zustimmung und Ablehnung der pakistanischen Regierung. Und so wie ich das Völkerrecht verstanden habe, beziehungsweise auch vor allen Dingen das Völkergewohnheitsrecht, würde vielleicht aber andersrum ein Schuh draus werden. Und zwar sieht das Völkergewohnheitsrecht so eine Art Bucht sozusagen vor, wo sich derjenige Staat, der immer sich gegen eine gewisse Norm stellt, die sich am Entwickeln ist, ein sogenannter Persistent Objector, vielleicht versucht Pakistan eben dadurch Gebrauch zu machen, sich sozusagen zu stilisieren als ein Staat, der diese Praxis durchweg ablehnt, auch wenn es nicht ganz der Fall ist, aber so würde ich doch sagen, ist die Motivation A, eine innenpolitische und B, vielleicht eben dieses Privileg des Völkerrechts zu nutzen, dass sich eben sowas nicht in Völkergewohnheitsrecht verwandeln kann. Und die zweite Frage war, ganz am Ende deines Vortrags ging es ja um die strafrechtliche Verfolgung beziehungsweise über die Zurechnungsfähigkeit in gewisser Weise. Und da hast du das Stichwort nahezu Echtzeit genannt. Damit ist ja einmal wahrscheinlich gedacht, die Zeitverzögerung bei der Übertragung. Aber was ich mich halt frage, was ist denn mit Übertragungsabbruch, der über eine gewisse Zeitspanne hinausgeht oder Schaden, der in so einer Spanne entsteht? Wie sieht es da aus und gibt es da vielleicht schon was Konkreteres, ab wann sowas dann nicht mehr dem ausführenden Soldaten oder wer auch immer das macht, zugerechnet werden kann? Also zur ersten Anmerkung, das kann durchaus ein Grund sein. Also das wäre da eine politische Motivation von Pakistan, sich da eben nicht zum, zum Exempel von einer neuen Einsatzpraxis statuieren zu lassen und deswegen sich da als Persistent Objector zumindest weitgehend in der Öffentlichkeit irgendwie darzustellen. Das kann durchaus der Fall sein. Wenn wir jetzt wieder bei der nahezu Echtzeit und dem Übertragungsabbruch. Das ist eine ganz spannende Frage in Bezug auf Drohnen und auch gerade in Bezug auf die Automatisierung, zu der wir ja später noch ein bisschen intensiver vielleicht kommen wollen. Weil es gibt ja eben, wie ich es auch angedeutet hatte, die Pflichten, praktische Vorkehrungen zu treffen, um zivile Schäden zu verhindern. Und zu diesen praktischen, zu allem, das heißt ja alles praktisch Mögliche, heißt es im ersten Zusatzprotokoll, muss getan werden. Und dazu gehört es meiner Ansicht nach zumindest auch, dass ich mir für Fälle, in denen die Übertragung abreißt und das Fluggerät eben ohne menschliche Kontrolle unterwegs ist, dass ich dafür Notfallszenarien eingebaut habe. Sprich, eine automatische Abbruchsverpflichtung wäre da eigentlich meiner Ansicht nach das Sinnvollste, was für Kampfdrohnen sich da anböte an der Stelle. Inwieweit das jetzt tatsächlich so praktiziert wird und gehandhabt wird, vermag ich auch nur schwer zu beurteilen. Meines Wissens gibt es solche Mechanismen bisher noch nicht in den Drohnen, die aktuell eingesetzt werden. Strafrechtlich verantwortlich wäre an der Stelle natürlich weiterhin auch der kommandierende Offizier, der das ganze Ding eben auf diesen Einsatzweg gebracht hat und dann unter Umständen auch dafür gerade stehen muss, wenn an dem Einsatz eben was schief geht. Sei es jetzt eben von ihm zu verantworten, weil er vielleicht aus Versehen einen Stecker rausgezogen hat, oder sei es auch nur eine Überlagerung des Signals oder ein Abriss aufgrund von Fehlern, die er nicht zu vertreten hat, dann ist meiner Ansicht nach der Kommandeur durchaus in der Pflicht, eben die Möglichkeiten zu schaffen, dass der Angriff dennoch abgebrochen werden kann, um eben zivilen Schäden vorzubeugen.
Okay, ich habe mich selber vorhin irgendwann auf die Rednerliste gesetzt. Ich habe nämlich auch eine Frage davor, aber ich würde angesichts der fortgeschrittenen Zeit die Rednerliste ganz gerne schließen. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten Debatte oder 5 Minuten Diskussion. Ich habe jetzt noch nach mir 3 Personen auf der Rednerliste. Wer noch drauf möchte für weitere Fragen, bitte jetzt einmal melden. Ansonsten würde ich vorschlagen, das dann im bilateralen Gespräch zu klären. Ich sehe jetzt keine Meldung, das ist schön. Dann meine Frage, ich bleibe bei Pakistan. Ist es nicht, was die US-amerikanische Regierung macht, ziemlich gefährlich, entgegen der Zustimmung eines anderen Staates, auf dessen Staatsgebiet militärisch zu handeln, zu agieren? Ist das nicht eigentlich auch eine Handlung, die jedes Mal wieder das Selbstverteidigungsrecht dieses Staates nach Artikel 51 auslösen würde? Und wäre nicht die pakistanische Regierung jetzt möglicherweise berechtigt, militärisch gegen die USA, beispielsweise auch gegen den Oberbefehlshaber deren Armee, vulgo Präsident Obama, vorzugehen? Ja, gut, wir... also rechtlich, wenn wir es jetzt wirklich versuchen, runterzubrechen auf die angenommenen Fakten, die USA operieren mit militärischen Streitkräften auf pakistanischem Staatsgebiet ohne die Zustimmung des pakistanischen Staates, dann ist das selbstverständlich ein Verstoß gegen das Gewaltverbot nach UN-Charta und löst dementsprechend den Selbstverteidigungsfall aus. Also selbstverständlich wäre gesetzt diesem Falle die pakistanische Regierung dazu berechtigt, mit entsprechenden Vergeltungsmaßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen sind es ja. Es soll ja keine Vergeltung sein, es soll ja eben Selbstverteidigung und Schutz soll es ja sein, dementsprechend dagegen vorzugehen. Und dann in letzter Konsequenz wäre natürlich ein sicherlich effektives Mittel, den Oberbefehlshaber auszuschalten, in dem Fall Präsident Obama. Wenn er jeden Angriff persönlich absegnet. Nach dem, was er selbst sagt, macht er das alles persönlich, richtig? Ja, dann wäre er natürlich auch da, wäre selbstverständlich militärisch vorteilhaft, ihn auszuschalten. Also gesetzt diesem Falle, der natürlich sehr theoretisch ist, weil wir zum einen, wie gesagt, keine klaren Aussagen über Zustimmung oder Nichtzustimmung des pakistanischen Staates haben, wäre das aber so, wären das die rechtlichen Konsequenzen, ja. Ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Zustimmung nicht vorhanden ist, sondern stillschweigend erteilt wurde. Bin ich auch nicht alleine mit. Okay, dann hätte ich vielleicht eine Antwort. Eine Antwort und eine Frage. Bei Luna ist es so, wenn nach 30 Sekunden Data-Link-Abbruch keine erneute Verbindungsaufnahme da ist, bricht das Fluggerät die Mission ab und kehrt zum Startpunkt bzw. zum Landepunkt zurück. Stellt er dabei Schwierigkeiten fest, leitet er die Notlandung ab. Das sieht bei KZO ein bisschen anders aus. Da kann ich mich bis zu 30 Minuten vorher eingeben. Ich möchte außerhalb der Data-Link-Verbindung fliegen, weil ich eventuell hinter einen Berg muss. Dort ist also bei einem Data-Link-Abbruch von 31 Minuten, dreht das Fluggerät, bricht den Kurs ab und kehrt zum Ausgangspunkt der Mission zurück. Ebenso vorgesehen, bei entsprechenden Schwierigkeiten des Vorgerätes leitet es eine Notlandung am Fallschirm ein. Ja, das kann man so nicht sagen. Also wir können bis zu 120 Kilometer weg von der Bodenkommandostation. 31 Minuten, er kann ja auch nur 30 Minuten lang kreisen und Bilder. Meine Frage ist, maximal 31 Minuten im Kilometer, also nach Geschwindigkeit fliegen? Das sind roundabout 60 Kilometer dann. Und meine andere Frage, bisher kann ich also diese Variante, ich sprenge einen von der Straße und als Goldrandlösung 30 Minuten später die Sanitäter alle weg, nur als Goldrandveranstaltung der Taliban. Frage, gibt es da tatsächlich einen belegten Fall, wo die Amerikaner mit Drohnen erst ein Opfer angeschossen und dann tatsächlich die Helfer mit entsprechenden Wirkmitteln belegt haben? Verweise ich wieder auf den schon vorher zitierten Bericht aus Stanford und New York. Sind dort mehrere Fälle dokumentiert. Die sind mit Interviews und Erhebungen von verschiedenen Büros, die sich mit den Opferzahlen in Pakistan auseinandersetzen, belegt worden, dass es dort mittlerweile
nach dem, was man dort aus den Gebieten hört, es ist ein sehr stark abgeschirmtes Gebiet. Man kommt als Nichtbewohner dieses Gebietes dort weder rein noch raus im Normalfall. Also es ist sehr schwer, dort Interviews zu führen und Erhebungen zu machen. Nach dem, was dort aber festgestellt werden konnte, gibt es mittlerweile wohl sogar für Hilfsorganisationen, die gegebenenfalls zu Bereichen gebeten werden, wo eben ein Drohnenangriff stattgefunden hat, eine mandatory waiting time von bis zu 6 Stunden nach dem ersten Angriff, dass die so lange nicht dorthin gehen und nicht helfen, aus der Angst, dass dort eben ein zweiter Einschlag passiert. Und das ist wohl auch von mehreren Opfern, wird das dort berichtet, dass es eine Vielzahl von Fällen sogar gab, in denen eine Bombe einschlug. Es gibt da einen Fall, der beschrieben wird, von einem Lehrer, der in einem Auto fährt und vor ihm geht das Auto in die Luft. Und während er hinrennt, um dort erste Hilfe zu leisten, rufen ihm die Leute aus dem Auto zu, er soll bloß abhauen, hier schlägt gleich noch was ein, und keine 5 Minuten später schlägt auch die zweite Rakete ein, womit sich seine Erste-Hilfemaßnahmen dann erledigt hatten. Aber diese Fälle sind dokumentiert, ja. Das, wie gesagt, nennt sich Double Tapping wohl im militärischen Sprachgebrauch. Okay. Wenn jetzt so eine Drohne irgendwo langfliegt, kennt ja keiner sozusagen das Ziel, was sie vorhat, wo der Einsatz ist. Hätte man als Staat die Möglichkeit, eine Drohne, die über seinem Startgebiet fliegt, abzuschießen? Und wenn es dann mit diesem Selbstverteidigungsrecht greift, wie ist das, wenn ein anderer Staat sagt, okay, wir haben jetzt den Krieg gegen den, weiß ich nicht, westlichen Terror und würde dann NATO-Verbündete angreifen? Erstmal kurz zur ersten Frage. Da hängt es davon ab, was, also reden wir von einer Kampfdrohne oder von einer Aufklärungsdrohne? Ist ziemlich egal, welche. Also, nee. ist es also, tatsächlich nicht. Du hast gesagt, dass sozusagen Satellitenaufklärung wäre okay. Aber alles andere nicht. Das heißt, jedes Fluggerät, was sich im Luftraum befindet, würde als feindliches Ziel. Ja, natürlich. Also, die territoriale Integrität eines Staates endet ja nicht irgendwie 1,80 über dem Boden, sondern gibt es auch einen Lufthoheitsraum, der nicht verletzt werden darf. Das hängt natürlich dann wieder von den unterschiedlichen Staaten ab. Viele Staaten haben Überflugrechte sich gegenseitig eingeräumt oder haben auch einfach schlicht und ergreifend keine Probleme damit, wenn auch dann andere befreundete Staaten mit ihren Aufklärungsflugzeugen da ihre Kreise ziehen. Das sieht natürlich dann bei einem vielleicht mit eben panzerbrechenden Hellfire-Raketen bestückten Gerät, könnte sich diese Zustimmung zu solchen Einsätzen dann vielleicht auch in eine Ablehnung umändern. Aber die Frage ist, war ja erstmal, kann so eine Drohne abgeschossen werden, wenn sie denn sich einfach so über fremdes Staatsgebiet begibt? Und das ist ganz klar ja. Also man kennt ja auch die Fälle der Verletzung von Lufträumen zwischen 2 Staaten, die sich vielleicht nicht ganz so grün sind, was dann ja auch regelmäßig zwar nicht unbedingt den direkten Waffeneinsatz, aber zumindest international politische Auseinandersetzungen zur Folge hat, aufgrund dieser Verletzung des Luftraums. Also da gilt die territoriale Integrität und dementsprechend sind diese Einsätze nicht zulässig. Zur zweiten Frage, die müsste ich bitte noch mal kurz hören, da ja, bin ich gerade mit dem Mitschreiben nicht ganz mitgekommen. Wenn jetzt ein anderer Staat auch ein legitimes Ziel hat und dann innerhalb der NATO angreifen würde, würde das auch einen Selbstverteidigungsfall auslösen können? Also wir reden von dem Fall, dass innerhalb ein NATO-Mitgliedstaat aufgrund seiner Beteiligung an einem bewaffneten Konflikt von der gegnerischen Konfliktpartei, die nicht NATO-Bündnisstaat ist, angegriffen würde, und zwar in Form eines legitimen militärischen Zieles, was sich in diesem Staat befindet. Das geht nach NATO-Richtlinien, da würde sicherlich der Bündnisfall für die NATO-Verbündeten ausgerufen werden, davon können wir ausgehen. Das Selbstverteidigungsrecht ist an der Stelle dann natürlich, wenn sich dieser Staat schon in einem bewaffneten Konflikt befindet und dementsprechend legitime militärische Ziele auch auf seinem Staatsgebiet beherbergt, greift nur noch bedingt, weil wir sind ja schon in dem bewaffneten Konflikt. Also das Selbstverteidigungsrecht, das ist dann das, lateinisch nennt man das Jus ad bellum, also das Recht zum Krieg, das nur in sehr eingeschränkten Grenzen überhaupt zur Geltung kommt. Es gibt eigentlich nur den Selbstverteidigungsfall, in dem legitime Gewalt angewendet werden darf zwischen Staaten. Eben nicht das Jus in bello, das Recht im Krieg, das Recht des bewaffneten Konfliktes, was anwendbar ist, sobald sich 2 Staaten oder ein Staat mit Aufständischen in einem bewaffneten Konflikt befindet. Also wir nehmen immer noch mal
Schwabenland, wann würde der Bündnisfall, also ich verstehe die Wörter echt nicht. Ja, das hängt davon, das ist ja auch nicht ganz leicht. Das ist ja wie die, hängt da durchaus davon ab, wie auch jetzt in den Konflikt eingetreten wurde. Also generell, wenn ein NATO-Bündnisstaat in einen bewaffneten Konflikt eintritt, dann wird der natürlich erstmal auch die NATO insgesamt, seine Bündnispartner, versuchen zu mobilisieren, in diesem Fall, also ihm da zur Seite zu stehen. Die Frage war ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, angenommen, Deutschland befindet sich in einem bewaffneten Konflikt mit keine Ahnung, Simbabwe, und dann ja, befinden sich hier legitime militärische Ziele auf deutschem Gebiet, meinetwegen die Basis in Ramstein, und diese wird aus Simbabwe angegriffen, und ob das dann ein Selbstverteidigungsfall oder ein NATO-Bündnisfall auslösen kann. Das kann auch einfach so sozusagen eine syrische Drohne sein, die im Grenzgebiet mit der Türkei Dinge bombardiert, ist ja auch schon vorgekommen. Also da sind wir auch sozusagen dann Grenzfälle. Ja, Grenzfall ist da in zweierlei Hinsicht das richtige Wort. Also zum einen befinden wir uns da eben auf der Grenze, gerade jetzt in diesem türkisch-syrischen Bereich, wo wir ja nur ganz schwer tatsächlich belastbare Datenlagen herstellen können, auf derer wir dann ja irgendwelche rechtlichen Verpflichtungen ableiten könnten, zumindest keine eindeutigen. Und ich meine, die Türkei hat ja dann auch dementsprechend um Hilfe gerufen an der Stelle jetzt und sie auch zumindest in Teilen bekommen. Aber die Frage, die daraus resultiert, ist mir nicht ganz klar. Die Frage war halt, ob aus diesen Angriffen, die durch Drohnen gemacht werden, auch dann dieses Selbstverteidigungsrecht. Die Frage kann ich rundheraus mit Ja beantworten, weil wie gesagt, für uns Juristen macht es keinen Unterschied, ob in dem Flugzeug ein Mensch drin sitzt oder nicht. Wenn es ein militärisches Luftfahrzeug ist, was die Hoheitsrechte anderer Staaten verletzt, dann löst das auch, je nachdem natürlich, den Selbstverteidigungsfall aus. Ist nicht einfach nur ich bin aus Versehen 2 Meter über die Grenze geflogen, aber mit den entsprechenden anderen Voraussetzungen der UN-Charta, wie eben auch einem gewaltsamen Übertritt, dann wäre das auch ein Selbstverteidigungsfall. Dann hängt es nicht davon ab, ob da jemand in dem Flugzeug drin sitzt oder nicht. Wenn man weiß, wo sie herkommt. Wenn man weiß, wo es herkommt. So, also ich hätte jetzt noch mal 2 kurze Fragen. Also die erste wäre, unser Recht würde ja ausreichen, um jetzt die ganzen Fragen zu beantworten. Aber du hast ja selbst gesagt vorhin, dass das alles aus den 50er und 60ern stammt und dass es, da wir jetzt in den 21. Jahrhundert sind, tatsächlich eine neue Gesetzgebung bräuchten, die gerade sich mit solchen Fragen beschäftigt. Da wollte ich einfach wissen, ob das schon Organisationen oder gar Staaten gibt, die sich überlegt haben oder zusammengeschlossen haben, genau für diesen Fall ein neues zusammengefasstes Recht zu erarbeiten. Und die zweite Frage würde auch in diesem Bereich gehen. Gibt es in der deutschen Politik und Parteien schon Initiativen, die sich mit diesen Fragen befassen, da wir ja Piraten sind und gerne diesen Fragen sehr drin sind. Gibt es da auch schon bei den anderen Parteien Leute, die sich da über Gedanken machen und wo sich da diese Themen sehr reinspielen? Vielleicht erst zur zweiten Frage ganz schnell. Die gibt es auf jeden Fall. Also es gab im Bundestag auch schon mehrere kleine Anfragen, sowohl von den Grünen als auch von der Fraktion der Linken, die ja auch alle öffentlich einsehbar sind. Und also die Grünen werden teilweise. Die Antworten nur teilweise, beziehungsweise bei den Antworten wird sich ja auch häufig dann auf Geheimhaltungsstufe berufen. Aber es gibt andere Parteien, und das war ja die Frage, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da vor allen Dingen eben in dem Bereich, in dem man es vermuten würde. Also bei den Grünen und den Linken gibt es da durchaus Leute, die sich mit befassen. Auch nächste Woche findet ja die Außenpolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung statt, wo das Thema auch relativ groß aufgegriffen werden wird. Also insofern die Bestrebungen da auch von deutscher Parteienseite, sich mit dem Thema zumindest auseinanderzusetzen, ist da. Also die gibt es, die Bestrebung. Zu dem humanitären Völkerrecht und ob es ausreicht und ob wir neues Recht brauchen und ob es da Bestrebungen dazu gibt, dieses Recht einzuführen. Also zum einen, ich bin der Ansicht, ja, das humanitäre Völkerrecht reicht aus, um auch neue Arten der Kriegführung darunter zu subsumieren, wie wir Juristen das immer gern machen. Wir subsumieren immer alles unter irgendwelche allgemeinen Begriffe. Und das Problem an der Verabschiedung eines neuen Rechtsregimes, das eine ähnlich umfassende Geltung auch dann haben könnte, wie es das humanitäre Völkerrecht, vor allem das Genfer Recht mit den Genfer Konventionen und Zusatzprotokollen hat, das Problem bei so einem neuen Recht
ist, dass das Genfer Recht wurde zu einer Situation geschaffen, als die Bereitschaft auf Staatenseite sich zu Verpflichtungen humanitärer Seite mit humanitärem Einschlag hinreißen zu lassen, wesentlich höher war als jetzt. Die Zusatzprotokolle und die Genfer Konvention, die haben eine Zahl von Staaten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sie ist sehr hoch. Das gibt es bei sehr wenigen internationalen Abkommen, dass wirklich so viele Staaten sich bereit erklärt haben, ein Abkommen zu ratifizieren und auch wirklich sich zu dessen Achtung bereit erklärt haben, unabhängig davon, wie das dann faktisch hinterher wieder aussieht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine ähnliche Verbreitung von einem internationalen Abkommen bezüglich neuer Kriegführung auf die Beine stellen könnte, ist sehr gering. Deswegen sind Juristen auch häufig und meiner Ansicht nach zu Recht ein bisschen darauf erpicht, das alte Recht auch auf neue Konstellationen anzuwenden. Und wie gesagt, meiner Ansicht nach gibt es das Recht auch durchaus her. Das ist jetzt vor allem, wenn wir in Bezug auf Drohnen reden, in Bezug auf automatisierte, autonomisierte, robotische Kriegführung sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es durchaus eine breite Phalanx von Bedenkenträgern. Und da können wir ja vielleicht auch im zweiten Teil dann einfach gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was für Bestrebungen es da gibt. Da gibt es auf jeden Fall die auch schon erwähnte Campaign Against Killer Robots, die dort versuchen, ja, eben nach dem Vorbild der Streumunitionsächtung oder Landminenächtung dort internationale Standards zu schaffen, die das Problem hoffentlich ein wenig entschärfen können. Kurze Anmerkung zur Verbreitung. Also die vier Genfer Konventionen sind jetzt seit ungefähr einem Monat universell ratifiziert. Das war jetzt ein paar Monate lang nicht mehr universell, weil der Südsudan als Staat neu entstanden ist und die ein bisschen gebraucht haben, aber die haben es jetzt vor kurzem geschafft. Also wirklich vor 3-4 Wochen spätestens haben sie die vier Genfer Konventionen ratifiziert. Die beiden Zusatzprotokolle und auch das dritte Zusatzprotokoll sind nicht universell ratifiziert, aber die größten, wichtigsten Staaten, die sie nicht ratifiziert haben, USA und Israel, sehen viele Bestimmungen der Zusatzprotokolle als verpflichtend an. Da gibt es spannende Urteile vom Israeli Supreme Court oder wie das Ding halt heißt. Und die vier Genfer Konventionen sind dadurch, dass tatsächlich alle Staaten auf der Welt sie unterschrieben haben, sogar breiter ratifiziert als die Charta der Vereinten Nationen. Und sowas jetzt zu schaffen mit einem neuen Regelwerk wäre sehr schwierig. Zum Abschluss eine letzte Frage von mir gegenüber. Es wurde versprochen, sie wäre sehr kurz und danach gehen wir in die verdiente Pause. Ich wollte noch kurz ein Info weitergeben, und zwar neben den ganzen Luftfahrzeugen gibt es natürlich auch Wasserfahrzeuge, aber die müssten halt auf hoher See auch Schiffbrüchige aufnehmen können. Deswegen gibt es da erstmal auf absehbare Zeit keine Drohnen. Das war auch schon angedacht von vielen Militärs, aber diese Anforderung konnte bisher keiner lösen und deswegen gibt es die noch nicht. Okay, vielen Dank. Dann von meiner Seite aus vielen Dank an die Diskussionsteilnehmer für diese sehr sachliche und sehr unterschiedliche Diskussion. Dann gebe ich jetzt zurück an Sebastian.